Moin meine Pommes-Freunde, in diesem Video zeige ich euch alle neuen Secrets plus alle neuen Geschenke aus dem brandneuen Update. Ich habe euch unter dem Video Kapitel erstellt, da könnt ihr einfach klicken, gucken, was ihr braucht. Vergesst nicht ein Abo und ein Like da zu lassen und viel Spaß im Video. Wir gehen rein und überfallen jetzt die Bank. Let's go. Ab 7 p.m., also abends, bis circa frühs um 5 ist dieser Typ da. Den quatschen wir jetzt an und dann werden wir jetzt die Bank überfallen. Let's go. So, er denkt, wir können ihm helfen, meine Freunde. Das heißt, wir helfen jetzt auch. Jetzt hat mein anderer Kollege das super Couch vom eingestellt. Das hilft sehr, sehr. Vielen Dank dafür. Leute, der hat uns jetzt die Tür freigeschaltet. Nimm mal die hässliche Couch hier weg, mal. Das ist kein Tetris, Junge. Leute, wenn ihr angequatscht habt, dann habt ihr so ein kleines Blinken an der Tür. Könnt ihr mit F interagieren. Gehen wir jetzt direkt einmal rein und dann sind wir in der Bank ganz tief drinne. Okay, Leute, links ist der Diamant, den müssen wir jetzt auf jeden Fall mitnehmen und wir müssen jetzt durch die Tür durch, würde ich sagen. Los geht's, mein kleiner Gangsterfreund, los. So, Treppe hoch, ja, ja, ja. Okay, oh, vorne ist der erste Laser. Leute, da vorne kommt gleich eine Polizeiwache. Wir müssen jetzt kurz mal warten, bis der Polizist mit seiner Taschenlampe gleich da ist. Kommt, da guck mal. Und die dürfte ich nicht erwischen, das heißt nicht zu nah rankommen, ja, und nicht in der Nähe kommen und nicht beleuchten lassen, ansonsten seid ihr gebastelt und ihr fliegt aus der Bank hier raus. Okay, da ist er und jetzt springen, Leute, spring, Laser, jetzt ein bisschen warten, bis der Wobby ein bisschen vorgeht und dann schnell in die Tür rein, schnell. So, und dann hier links, Leute, ist ein Schlüssel, den nimmt jetzt mein Kollege mit, den müsst, oh, ah, hat er mich gesehen? Oh nein, hat mich gesehen, oder? Bleiben Sie weg. Oh, oh, oh. Und Leute, rennen. Los, komm, rennen. Laser springen und rechts hier rein, schnell. Oh Gott. Okay. Den Schlüssel müsst ihr jetzt hier reinstecken, meine Freunde, in dieses wunderschöne Gerät des Security System anscheinend. Jetzt haben wir nämlich die Kameras ausgeschaltet. Jetzt können wir hier durchgehen. Laser sind hier aus, ihr seht, jetzt sind keine Laser mehr da, könnt jetzt hier reingehen. So. Leute, jetzt wichtig zuhören. Ihr müsst jetzt hier einmal weiterlaufen, Diamanten immer mitnehmen und hier rechts in die Tür rein. Da findet ihr eine... Oh, ich bin so fett. Da findet ihr eine rote Keycard. Leute, guck mal, das ist die rote Keycard und die brauchen wir jetzt, um hier weiterzukommen. Und nicht vergessen, hinten rechts in der Ecke, Leute, ist ein neues Geschenk. Das und mit mal... Guck mal, das ist ja eine Banane vorgelegt, bevor wir ausrutschen, wie gemein. Wir jumpen mal rüber, professionell, haben 107 von 109. Sehr, sehr geil. Und jetzt, Leute, aufpassen, wieder raus natürlich. Jetzt müssen wir nach links, dann wieder nach rechts. Und jetzt müssen wir das in den Drucker stecken und dann müssen wir ganz schnell wegrennen. Hau rein. In den Drucker rein. So, und jetzt geht der Drucker an. Und jetzt müssen wir ganz schnell raus. Hier raus. Ah, lass mich raus. Ich bin zu fett. Oh. Kurz warten. Er hat mich entdeckt. Geht zum Drucker, Woppy. Oh, er kommt. Rechts. Jetzt renn. Rennen. Oh, ich bin so fett mit den Diamanten. Ich bleibe mal hängen hier. Mann. Leute, am besten macht die Mission zu zweit. Macht auf jeden Fall mehr Spaß. Leute, jetzt sind wir bei den Lasern. Kleiner Tipp. Diamanten kurz einmal ablegen. Der bleibt auf jeden Fall da. Und ihr müsst jetzt natürlich hier, wir müssen impossible durch die Laser durch und dürft die Laser nicht berühren. Keycard müsst ihr mal mitnehmen. Das heißt hier, mein Kollege Gangster macht es hier. Ich bin auch immer... Oh nein! Er hat den Alarm ausgelöst. Bro! Oh! Leute, so schnell kann es gehen. Wir spielen... Leute, wir gehen nochmal direkt nochmal neu rein und treffen uns gleich wieder beim Blaze-Labyrinth. Also, let's go. So seht ihr, sieht's aus, wenn man fehlt. So, Leute. Nächster Versuch. Wie gesagt, Diamant einmal ablegen. Ganz wichtig, könnt ihr euch mal wiederholen. Okay, ich muss mal die kurze Keycard. Jetzt müssen wir hier rüberspringen, Leute, ohne Laser zu berühren. Ein bisschen... Oh, die Kamera ist so da. Warte mal, so. Zack. Eins und hier nochmal rüber, zack. Und Leute, dann hier reinmachen, easy. Reinmachen. Jetzt müssen wir einmal durch, ich bin immer rüber. Ach, so, perfekt. Dann durch die Tür durch. Und dann den Tipp, nicht zu nah an diesen Banker rangehen, weil der kann uns auch nicht verraten, meine Freunde. Das heißt, wir nehmen jetzt hier einmal die blaue Karte mit. Zack. Wir müssen jetzt wieder über den Laser springen. Let's go. Jetzt müssen wir über den Laser springen, meine Freunde, mal hier rein. Und dann müssen die Keycard links in das zweite Fach hier machen. Und dann die Laser weg. Und natürlich, Leute, nicht den Diamant vergessen. Es geht der heilige Tresor auf. Oh mein Gott. Diamant am Start. Perfekt. Danke, Bro. Leute, guckt mal. Jetzt sind wir endlich mal real life im Tresor drin. Ihr wisst, ihr kennt meine anderen Videos, wo wir so ein bisschen geprankt haben. Das ist hier real life im Tresor. Leute, guckt, wie der aussieht. Guckt mal hier. Warte mal. Hier oben eine Schatztruhe. Ah, guckt mal die ganzen seltenen Sachen hier. Ja. Goldbarren überall. Okay. Leute, da müssen wir natürlich den Diamant jetzt oben rauflegen. Das ist das Ziel. Ja. Das war gut. Perfekt. Diamant abgeliefert und... Was hat er? Oh! The Vaulted. Ah, ein Tresorkopf. Ja, super nice. Perfekt. Entry complete. Geil. Einmal hier schlafen gehen. Ihr wisst Bescheid. Let's go.
Da war ein Wolkenweg. Den gönnen wir uns jetzt. Alter, noch ein Secret. Geil. So? 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 Ah, ja. Ah, oh. Leute, hier ist ein Secret-Portal. Was ist das denn? Oh mein Gott. Okay. Da sind die beiden schon wieder. Hallo, Bros. Interaction, ja, hi. Moin. Das Bett ist sehr gemütlich, haut heraus, okay. Es ist hier auf einer Wolke zu schlafen, in Ordnung. Ah, okay, da gibt's den Bad Salesman. Ah, der Bettverkäufer, alles klar. Okay, runter mit uns. Leute, ihr müsst in der Wolke mit der Brücke bauen, mit der weiterkommen. Dazu braucht ihr 4 Gegenstände. Die findet ihr einmal hier beim Pianomeister, einmal hier bei der Badewanne, dann bei diesen Wobbly bei den Flugzeugen bitte einmal anquatschen. Und zum Schluss braucht ihr noch die Burger-Dame, die auch nochmal anquatschen. Dann haltet ihr 4 Träume oder 4 Gegenstände und die müsst ihr bei der Brücke abgeben. Leute, habt ihr alle 4 angequatscht, kriegt ihr 4 Gegenstände, die bitte einmal abgeben, komplett. Dann abgeben, Leute, alle 4 zusammenpacken. Los geht's hier. Einmal zum jungen Mann bringen, zack, zack. Dann bekommt ihr hier die Brücke gebaut aus einer Ente, Piano, Klavier, Burger und ein Wobbly-Flugzeug. Dann einfach weiter geradeaus durchlaufen, landet ihr beim roten Teppich. Da einfach interagieren mit F. Leute, hier haben wir ein lettes Fleischstück. Das Fleischstück gibt ihr hier bei den 2 Dschungelbewohnern ab. Einmal hier, zack. Dahinter habt ihr einmal, ja, das kleine Faultier gleich mitnehmen ab zum nächsten Wobbly. Das gibt ihr einfach hier im Dschungel ab. Der wartet schon darauf, zack. Dann habt direkt einmal diesen kleinen Turm, den müsst ihr direkt gegenüber abgeben in der kleinen Stadt da vorne. So, einmal hier abgeben, zack, hat er. Hier ist direkt einmal die Schaufel, die könnt ihr euch einmal schnappen. Die braucht der Schatzgräber am Anfang direkt. Einmal hier abgeben, zack, hat er die, perfekt. So, dann beim Golf findet ihr diese komische Dino-Kralle, die immer mitnehmen und beim Dino abgeben. Dann die Dino-Kralle hier vorne, Dino abgeben, wie gesagt, einmal hier, zack. Dann hier den Golfschläger mitnehmen und beim Golfmann abgeben. So, einmal hier abgeben, zapp, da rapp, bumm. Habt ihr alle Rätsel gelöst, öffnet sich ein Portal. Dann dürft ihr aber hier durchgehen. So, und dann kommt hier, ja, eine der schwersten Passagen und ganz viele Probleme von euch, habe ich gehört. Und zwar das mit den Wolken. Das heißt, ihr müsst auf den Wolken balancieren, um dort rüber zu kommen. Ist aber eigentlich ganz einfach. Ich zeige euch das kurz mal. Also, ihr habt hier die 4 Wolken. 1, 2, 3 und 4. Und die 2 Wolken hier links außen, ja, die beiden sind ganz nah beieinander. Ihr müsst eigentlich nur hin und her spielen und die Kamera drehen. Und dann seid ihr ganz easy peasy auf der anderen Seite. Einfach die beiden nehmen, die sind so nah beieinander, könnt ihr fast rüberlaufen. So, dann seid ihr hier da, könnt ihr rüberspringen. Zapp, zapp. Okay. Danke, meine Freunde. Kauft ihr bitte das erste Mal, ihr seid, müsst ihr eine Einladung kaufen bei diesen Golftypen hier. Einladung für 0 Wobbly-Dollar, let's go. Die Einladung gibt ihr dafür vorne ab, was ihr habt. Dann sagen ihr, hey, ihr dürft hier passieren. Dann geht ihr über diese Wolkenbrücke einmal rüber. Dann seid ihr beim pinken Schloss hier angekommen. Dann müsst ihr bitte einmal für das erste Geschenk, geht ihr bitte einmal hier rechts vom Schloss entlang. Und hier findet das erste Geschenk im neuen Update. Und zwar hier einmal einsammeln. Let's go. Zweite Geschenk, dann müsst ihr leider ins Schloss gehen. Müsst dieses Wecker-Secret nochmal machen. Einmal rein hier. Das heißt, wir zeigen euch jetzt im Schnelldurchlauf, wie man das macht. Das heißt, Wecker schnappen. Let's go, einmal aufziehen und wir sprinten jetzt nach oben. Let's go, let's go. Erste Tür, Leute, ihr müsst den Kochtopf füllen. Das heißt, einfach hier die Lebensmittel greifen, einfach in den Kochtopf machen. Zack, und dann Wecker auf die andere Seite bringen, damit ihr auch den Käse unten nehmen könnt. Wenn ihr alles abgeben habt, dann kommt da oben dieser Schlüssel runter. Einmal aufladen, dann geht's hier weiter zum nächsten Stage. Einmal wieder hoch. Zweite Tür, da müsst ihr jetzt den kleinen Parcours machen. Der ist ein bisschen tricky, aber eigentlich ganz einfach. Eigentlich den ersten Tisch nehmen. Zweiten Tisch, aufpassen auf die Bananen, nicht ausrutschen. Einfach immer schön die Decke ein bisschen höher halten. Springen, springen. Hier kommt noch eine Banane. Einfach immer springen. So, zack, zack. Nochmal zack, zack. So, dann geht's hier weiter. Zack, noch einmal springen. Zack, und hinten müsst ihr ran. Einmal hier grabben und aufgeladen. So, dann geht's weiter, Leute. Nächste Stage, einmal weiter nach oben. Leute, nächste Tür kommt das Bilderrätsel. Einmal hier rein, Wecker links ablegen. Zack, nicht einschlafen, Bobby. Oh. Einmal eingeschlafen. Ein wird es hier auf neben dem Klo. Ein wird es hier in der Badewanne. Einfach mitnehmen. So, dann hier einmal hoch. Einmal hier das Bild von oben holen. Da habt ihr nochmal auf dem Bettenbild Wecker wieder mitnehmen, damit ihr hier nicht einschlaft. Mit dem mit den Radius habt. Perfekt. Dann mal hier. Bild mitnehmen. Bilderrätsel einmal einfügen. Belöscht euch mal ein Bild dazu ein, damit ihr wisst, wie es genau funktioniert. Gar kein Problem. Ja. Danke, lieber Bobby. Das machst du sehr gut. Wunderbar. Letzte Bild. Kann da mal kurz ranmachen. So sieht's aus am Ende des Tages. Zack. Das ist das fertige Bild und dann geht's hier weiter. Dann ab zum nächsten Raum, das heißt einmal noch hochgehen. Es müsst ihr zum Schlafkönig, wichtig, nicht den Wecker gleich sofort abgeben, sondern links, wenn ihr den Raum betretet, ist noch ein Geschenk, müsst ihr unbedingt mitnehmen, das ist das zweite. Oh ja, Geschenk, oh Leute, ist doch ein Geschenk, danke Leute, danke, sind die Besten. Wow, unlocked!
für Sleep King Outfit. Oh, nice. Okay. Und jetzt zum schlafenden König oder was ist der Typ das? Oh. Unlocked the Dream Cloud Outfit. Oh, nice. Cool. Über oben wartet schon der Meister der Träume. Und im Schloss, Leute, gibt es noch was richtig, richtig, richtig Cooles. Und das holen wir uns jetzt und müssen nochmal komplett das ganze Jump-Run-Zeugs machen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, Leute. Let's go rein da. Hier nochmal, wenn ihr Treppe hochkommt, ist der erste Raum. Ja, geht ihr einfach rein und dann müsst ihr das ganze Essen hier reinwerfen. Überall Essen. Und das müsst ihr in den Kochtopf werfen, damit es eine leckere Suppe wird, ja. Das heißt, jetzt einmal wieder aufladen und ab zur nächsten Stage. Also ein Stock verkörpern, meine Freunde. Okay, Leute, ihr müsst ihr einfach hier hoch, wie er hier gerade. Und da oben rechts, seht ihr schon, da ist das nächste Wecker aufgeladen. Perfekt. Das können wir noch weiter nach oben laufen. Los, los, los. Jetzt geht's weiter hier. Jetzt müssen wir euch das Puzzle zusammensetzen, ne? Drache nach links, genau. Ihr müsst da so eine kleine Geschichte bauen, ne? Guck mal. Ihr habt ja einfach den Drache, ne? Dann können wir ein bisschen erklären. Hier Drache, der Ritter greift den Drache an, er kämpft gegen den Drache. Ja, am Ende muss natürlich hier, ja, der Ritter gewinnt, der Drache ist weg und wir haben die Prinzessin geheiratet. Das ist Story. Wecker aufgeladen. Weiter geht's, meine Freunde. Los geht's. Go, go, go. Los, Mr. Schlafsofa-Verkäufer. So, weiter geht's. Los, 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 los. So, eigentlich müsst ihr den Weg jetzt hier abgeben und zum großen König springen. Der ist nämlich hier vorne. Aber, Leute, es gibt doch ein klassisches Secret. Wir müssen einen Stock für höher gehen. Das machen wir jetzt auch. Wir müssen nochmal einen Stock für höher. Super wichtig. Und da gibt's ein mega geiles Secret, meine Freunde. Das holen wir uns jetzt. Let's go. Oh ja, oh ja. Guck mal, was ist denn da los? Oh, ein Traum, ein Träumchen. Und jetzt müssen wir wieder runter zum Sofa, meine Freunde. Let's go. Ab zum Sofa, tolle Geschenke für alle. Ey, so ein geiles Secret, ne? Du musst dir erstmal übelst die krassen Aufgaben lösen. Du bist eigentlich total froh, wenn du alles geschafft hast. Am Ende des Tages musst du mal ganz nach oben, ja, und kriegst dann einfach hier ein richtig schönes Secret geschenkt. Und das würde euch richtig freuen, meine Freunde. Habt ihr schon ein Thumbnail gesehen? Ihr bekommt euch was richtig, richtig Cooles. Los, 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 los. Und das musst du jetzt den Sofa geben. Yay! Yeah! What a great idea. Eine großartige Idee. I've always wanted... Er wollte schon immer ein Auto sein, natürlich. Und wir haben ein Sofa-Car freigeschaltet, meine Freunde. Das Sofa-Car im Schloss. Wie geil ist das bitte? Das heißt, nicht vergessen, wir haben hier zwei Geschenke. Ein Geschenk hinter dem Schloss, ein Geschenk oben mein König und ganz oben haben wir das Sofa. Leute, wichtig, bevor ihr diesen Paraleiter-Job bekommt, müsst ihr bei der Wetterstation einige Sachen lösen. Ich zeige euch jetzt ganz kurz mal eine Kurzversion, wie das Ganze funktioniert. Ansonsten oben rechts ein Video-Flink für ausführliche Ausführung. So Leute, hier nochmal die kurze Fassung für das Ganze, damit ihr natürlich auch die Mission bekommt. Ihr geht erstmal zur Wetterstation und müsst diesen Typen hier anquatschen mit den Sternen bekommen. Ihr findet direkt eine Wetterstation unter diesen Drohnen, ganz, ganz easy. Wenn ihr den Job angenommen habt, dann müsst ihr mit diesem Helm, der macht so bieb-bub den Data Head, damit müsst ihr an verschiedenen Orten einmal hingehen. Einmal bei der Brücke, da wo das Faultier ist, ganz wichtig. Dann bei dem blauen Turm, ja, kennt ihr ja, mitten in der Stadt. Dann einmal oben bei der Eishöhle, das Ausrufezeichen, und beim Territorium. Da müsst ihr hingehen und die vier einmal machen. Das heißt, ihr könnt einfach hingehen, ihr seht es hier, drückt dann die Taste 2 und habt dann direkt die Daten sozusagen ermittelt. Auch hier in Hubschrauber könnt ihr einfach die Taste 2 drücken, meine Freunde. Super easy, habt es damit erfüllt. Dann einmal bei der Brücke, wo das kleine Faultier ist, kennt ihr ja bestimmt. Und zum Schluss nochmal Territorium, einfach dort nochmal die Taste 2 drücken. Habt ihr alle vier Daten zusammen. Dann müsst ihr ganz schnell zurück zur Wetterstation, gebt das Ganze ab. Und danach, wenn ihr es erfüllt habt, kriegt ihr, hey, ihr habt es super gemacht. Dann kriegt ihr eine Aufgabe bei ja, dieser Fallschirmfrau. Da geht ihr einfach hin, macht einmal den Stormauftrag und jetzt geht's hier weiter. Und jetzt, meine Freunde, gehen wir zum Paraglider. Let's go, Perilous Island. Wo ist der Typ hier? Leute, hier ist der Paraglider Shop. Das heißt, auf der Karte markiert... Oh, sind wir schon. Ja, yeah, welcome to Perfect Parachutes. Ja, hallo, welcome, welcome. Ja, ja, genau, sag, ich bin von den Wobbly Klima Club. Ja, da bin ich. Genau, da bin ich. Genau, und ihr fragt mich jetzt, ob ich mit dem Paraglider über die See mit dem Sturm irgendwie fliegen will. Meine Freunde, natürlich will ich das. Let's go. Leute, falls ihr wisst, wo das ist, wenn ihr bei der Wetterstation alles gemacht habt, einfach zum Paradise Island hinfliegen, habt ihr eine schöne Karte neben der Flugbahn, habt ihr eine schöne Zeichen, Perfect Parachutes. Jetzt reden wir nochmal mit der und bin gespannt, wie es oben im Flugzeug aussieht. Oh mein Gott, let's go, let's go. Okay, Leute, für die Quest müsst ihr ganz unten Storm auswählen. Zack, und jetzt geht's los. Oha, einfach im Flugzeug. Das ist cool. Listen up. Ja, ich hör zu, mein Freund. Was hast du? Okay, der Pilot muss erstmal die Höhe erreichen und danach geht's los. Achso, wir brauchen den Data-Helm.
Ah, wir brauchen den Datum oder was? And don't forget to take a read onto your insight from the storm. Okay, wir müssen also in das Auge vom Sturm schon, meine Freunde. Okay, okay, kriegen wir hin. Let's go. Okay, wir brauchen immer diesen Kopf jetzt, meine Freunde. Ich brauche den Kopf hier. Okay, ah, hier können wir uns einen nehmen. Warte mal, F. Ah, nice. Und ich brauche den hier. Gib mir den. Ah, okay, Leute, wir sind voll. Oh Gott, was ist hier los? Wartet, bis das Grünlicht angeht und dann springen wir erst raus. Genau da oben ist es. Oh, die Luke öffnet sich. Oh mein Gott. Leute, die Luke öffnet sich. Jetzt müssen wir warten, bis Grünlicht angeht. Oh, Mayday, Mayday, Mayday. Haltet euch alle gut fest hier. Okay, Leute, haltet euch jetzt bereit. Wir müssen warten, bis Grünlicht kommt und dann springen wir erst raus. In Auge des Sturms und dann hoffentlich haben wir alles geschafft. Leute, nicht vergessen, wir müssen im Sturm was scannen. Mit der Taste 2 aktivieren wir den Hut und mit der Taste 3 aktivieren wir diesen Paragleiter. Also, Leute, wir müssen jetzt beides zusammen machen. Hoffen wir schaffen es hier im First Try. Oh mein Gott, wird da richtig spannend hier. Get ready. Ja, ja, ich bin bereit, bin bereit. Ich warte auf dein gutes Signal, mein Freund. Und. Jetzt. Jump. Und aufmachen die Luke. Shift ist Boost. Okay, Leute, wann kommt die 2? Ich muss hier irgendwas scannen. Okay, wir sind im Tornado drin, meine Freunde. Wann kommt mein Beep? Jetzt. Ich brauche meinen Helm. Wann kommt der Helm? Jetzt, ich kann scannen. Durch die 2, durch die 2, durch die 2. Oh, er scannt. Ja, wir haben es. Perfekt, Leute. Ihr müsst so mitten im Sturm ungefähr sein. Und dann kommt der Hut raus und dann könnt ihr Taste 2 drücken zum Scannen. Ja, nice. Und jetzt fliegen wir gemütlich runter, würde ich sagen. Let's go. Und wird schwarz. Wir haben es nicht überlebt. Ups. Oh, im Krankenhaus. Ja, moin, ich war nur falsch umspringen. Alles cool, kein Problem. Leute, wir sind kerngesund als Warpleast. Wir dürfen wieder gehen. Danke dir, Bro. Leute, wir sind jetzt hier gesund entlassen worden. Wir müssen jetzt zurück zum Warplift Klima Club. Und die geben uns jetzt ein Geschenk, hoffentlich. Also, let's go, hinter. So, Leute, wir fahren jetzt unter dem gemütlichen Couch ab zum Warplift Klima Club. Wenn ihr nicht die Couch gefunden habt, meine Freunde, oben rechts verlinkt der Infobutton, findet ihr alle Secrets. Das Ganze funktioniert. Viel Spaß damit. Die Couch müsst ihr euch unbedingt holen, meine Freunde. Die sind mega gut. Und wir sind jetzt wieder. Ich würde sagen, bis gleich. Leute, wir sind jetzt am Start jetzt bei der Wetterstation. Ihr wisst, die ist direkt hier unten rechts hier. Wenn ihr Eisberg seht hier. Und rechts unten haben sie jetzt schön diese Wetterstation hingebaut. Und jetzt gucken wir einfach mal, was es hier gibt. Also, let's go. Genau, hier links, ah, da ist schon der Stern. Wunderbar. Moin, mein Freund. Ich habe hier alles noch nicht, was du gesagt hast. You did it. Yeah, yeah, I did it. Okay, das ist genau das, was sie gebraucht hat. Alright. Okay, okay, macht jetzt irgendwelche Daten im System hier rein. Okay, mach mal. Simulation running. Ah, okay. It's working. Alles klar, er hat es geschafft. Wunderbar. Sehr gut. Ah, jetzt können wir das Wetter verändern. Lol, free? Ist alles free? Okay, cool. Ich will natürlich die Sonne haben, meine Freunde. Sonne, let's go. Ah, jetzt können wir mit der Wobbly-Wettermaschine das Wetter verändern, Wobbly Life. Das ist ja cool. Sehr gut. Leute, da könnt ihr euch auch bestimmt auch Regen und Blitze machen für das Geschenk. Sehr gut. How cool was wird? Es war ziemlich cool, muss ich sagen. Was? Sonst ist immer frei. Ansonsten kostet der ganze Spaß immer $200. Boah, ist die Abzocke hier. Okay, aber müssen wir mit leben. Gar kein Problem. Okay, okay. So, danke fürs Helfen. Ich bin der Beste. Und, ah, jetzt haben wir den Paragleiter ausgerüstet. Wunderbar, es haben freigeschaltet. Sehr gut. Leute, jetzt haben wir den Paragleiter freigeschaltet. Und jetzt müssen wir nochmal zum Tornado rein. Jetzt zeige ich euch, wie ihr das Tornado-Outfit bekommt. Jetzt passt gut auf. Wir treffen uns wieder bei der Paragleiterfrau. Also, let's go. Leute, wichtig, es ist weitaus einfacher, ein Propellerhut anzuziehen. Da kriegt ihr einfach leicht das Tornado auf. Man kann es auch ohne machen, aber ich zeige das Ganze mit Propellerhut, dass man das Ganze etwas einfacher. So, den ziehen wir uns einmal an hier. Let's go. Und natürlich auch das neue Outfit, den Paraglider. Yay. Da würde ich sagen, jetzt gehen wir zu der Paraglider-Frau, müssen nochmal in den Sturm fliegen und treffen uns im Flugzeug wieder. Also, let's go. Wir sind jetzt wieder im Flugzeug. Das heißt, wir müssen jetzt warten, bis die Klappe aufgeht. Das Coole ist, wenn wir den Propellerhut haben, können wir direkt rausspringen, wenn die Klappe aufgeht und müsste ich auf das gute Signal warten. Jetzt zeige ich jetzt, wie das Tornado-Outfit bekommt. Also, let's go und viel Glück. Guck mal, Leute, da ist das Boot. Seht ihr das Boot? Und da müssen wir landen. Da ist es wichtig. Das heißt, das Flugzeug jetzt eine ganze Runde und danach müsst ihr da auf Land. Das heißt, ihr müsst jetzt ohne Hut ein bisschen warten. Damit Propellerhut können wir einfach hinfliegen. Und Leute, seht ihr, guck mal, ich habe einen orangenen Gleiter und einen Rucksack. Und mein Freund, der hat einen schwarzen Rucksack und Gleiter. Das heißt, wenn ihr das Outfit umfährt, hat der Gleiter auch eine andere Farbe. Und von daher ziemlich cool. Und ihr könnt hier einfach ja, eure Farbe der Wahl auswählen und habt viel Spaß damit. Jetzt geht's los, Leute. Also das heißt, raus hier! Raus hier und... Ah, okay. Leute, ihr seht, da vorne ist das Boot. Da müssen wir jetzt hinfliegen.
Das heißt, mit Propeller bleiben wir einfach auf der Höhe. Das ist ja ziemlich cool. Ich habe gemerkt, ich bleibe auf der Stelle stehen. Ihr müsst auf jeden Fall Shift drücken. Und mit der Shift-Taste kriegt ihr so einen Boost. Und dann könnt ihr ganz easy peasy zum Boot einmal rüberfliegen. Da ist es, da ist das Boot, meine Freunde. Das heißt, ihr öffnet erst den Gleiter, dann aktiviert den Propellerhub, meine Freunde, und dann drückt ihr die Boost-Taste und seid ihr einmal hier da. Let's go. Hui. Das ist so cool, Alter. Mega gut. Ihr seid hier. Yes, wir haben es geschafft. Hier ist das Boot, meine Freunde. Wir sind auf dem Boot. Sehr geil. Leute, jetzt müssen wir aber hier hoch. Einmal hoch hier, wisst Bescheid. Immer als in der Höhe. Ah, hier hinten ist jemand. Oh, hallo, mein Freund. Hallo. Wer bist du denn, einsamer Angler? Wer ist er denn? Er loves Storms. Er liebt die Stürme. Haut da raus. And this is a big one. Das heißt, es ist ein richtig großer Sturm. Und ah, so bekommst du Tornado-Outfit. Oh, cool. Vielen Dank. Das ging ja super easy. Hallo, Mr. Clown Tornado. Geht's Ihnen gut? Das ist aber ein toller Türöffner. Das ist super. Danke dir. Ja, super. Danke für den Service. Echt nett von dir. Danke. Okay, Leute, Detektiv hat einen neuen Stern bekommen. Das heißt, wir können wieder verschiedene Aufgaben machen. Wir starten mit der ersten durch. Mal gucken, was der uns hier zu sagen hat. Also, let's go. Leute, guck mal, der hat ein paar Fusseln auf dem Kopf wie Homer Simpson so ein bisschen. Leute, irgendjemand hat seinen Hut geklaut und wir müssen bestimmt den wiederholen. Sieht der geil aus. Okay. Einfach das Bild um rechts mit seinem Kopf. Das sieht so doof aus. Okay, dann lass mal gucken, Leute, was es so Hinweise gibt, um natürlich seinen Hut wiederzufinden. Ich würde sagen, wir gehen rein und los geht's hier. Detektiv Nummer 5, Bug Missing Head. Na, gucken wir mal, was hat er als Hinweis für uns? Ja, der Hut ist, it's missing. Dann die Fusseln auf dem Kopf, alles klar. Leute, wir haben den ersten Hinweis, das heißt, er sagt uns irgendwo, wo Wasser fließt, dann irgendeine grüne Röhre, ein grünes Objekt, da können wir es ungefähr finden. Also Leute, ich würde sagen, wir gehen auf die Suche und los geht's. Leute, wo ist dann ein Startplatz, die Suche, das heißt, Wasser, grüne Röhre, das kann für mich nur der Wasserpark sein. Oh, die Couch ist auch schon bereit, oha, cooler Hut, mein Freund, sieht nice aus. Oh, der hat seinen Hut verloren, Bro, was geht ab? Du hast schon das Detektiv-Outfit, alles klar. Mein Freund, dann lass uns mal den Hinweis suchen. Ich würde sagen, los geht's. Also ich würde sagen, es ist mein Schwimmbad, meine Freunde. Also grüne Röhre und Wasser, das kann nur ein Schwimmbad sein. Da gehen wir jetzt mal hin oder fahren. Es wird auch ein Super-Sofa hin. Leute, wenn ihr das Super-Sofa haben wollt, holt's auf jeden Fall. Das sind so geile Secrets. Da hat man Videos oben rechts verlinkt, den Info-Button. Holt's euch mega gut, ey. So, da sind wir ja schon. Kurze Reise. Okay, jetzt lassen wir hier gucken, wo wir was finden, meine Freunde. Hier muss ja irgendein Hinweis sein. So, Haupteingang. Wir gehen mal lang. Rechts, links, egal. Okay, hier ist nichts. Grüne Röhre. Ja, wir müssen doch bestimmt da. Ja. Au. Ey, ich habe keine Moon Boots. Du cheatest. Ich bin nur ein kleiner Tornado. Ich kann nichts, außer gut aussehen. So, wir müssen aber bestimmt sicher in die... da ist der Hinweis. War das so klar. Leute, hier ist er. Ich film's euch mal ab. Hier neben der grünen Röhre ist der Hinweis. Dann interagieren, schätze mal ganz stark. Perfekt. Nehmen wir uns. Leute, wir haben jetzt den nächsten Hinweis. Ich übersetze mal ins Deutsche. Das heißt, dass irgendwas mit Papier, da wird gedruckt. Und ganz viele gedruckte Sachen in verschiedenen Variationen. Und es kann auch nur beim Postjob sein, meine Freunde. Ich würde sagen, einmal auf. Der Hut in der Wasserrutsche. Nein, den Hut. Den Hut hinterher. Let's go. Oh Mann, Leute. Also erster Hinweis, wie schon ahnt, ist es bei der grünen Röhre oben einfach die Treppe hoch. Habt das. Und den zweiten suchen wir jetzt direkt beim Postshop. Ich würde sagen, fahren wir direkt mal hin. Leute, wir sind jetzt hier bei der Poststelle. Und hier muss also laut meines Wissens der nächste Hinweis sein. Also gucken wir mal, wo der ist. Let's go. So, wo ist der hier? Wo ist der hier? Ah, da sehe ich das schon. Ich habe ihn schon gesehen. Leute, ich bin so gut. Hier ist er wunderbar. Einfach hier rein, Leute. Zwischen den Bundels hier. Und let's go. Leute, der nächste Hinweis ist a Loop and kleine Bälle. Das heißt, es gibt hier ein Looping und zwar beim Golf. Da gibt es ein Looping und die Bälle sollen anscheinend die kleinen Bälle darstellen. Leute, ich würde sagen, wir fahren zum nächsten Hinweis zum Golfplatz und hoffe, wir finden ihn da. Also, let's go. Wir sind jetzt beim Golfplatz angekommen mit der Crazy Couch und suchen den nächsten Hinweis hier. Er muss ja auf jeden Fall irgendwo sein. Also, schätze ich mal ganz stark. Ich würde sagen, wir suchen jetzt eine kleine Runde hier. Wir fahren auf der Couch mal rum. Wo könnte der Hinweis bloß sein? So, wir gucken. Wo könnte er sein?
Ah, Leute, stopp. Da ist der Looping, Ich hab's gewusst. Wow, war auch ein Looping. Sehr geil. Leute, hier beim Looping, direkt auf den Golfplatz. Hier sieht ihr meinen kleinen Woppikopf, genau hier. Hier ist einmal der nächste Hinweis. Ich hoffe, es war es der letzte. Haben wir jetzt noch einen zu lösen? Oh Gott, muss mal gucken. Let's go. Interagieren. Er sagt hier, du wirst mich niemals für den Hut zurückbekommen. Okay, was muss ich jetzt hier machen? Punkt. Okay, was ist jetzt? Wait, look. Oh, da ist noch was. Da unten ist irgendein Zettel. Irgendeine Rechnung von der Ice Cream World. Okay. Leute, das heißt, wir müssen anscheinend jetzt zum Ice Cream Laden zum letzten Hinweis. Mal gucken, was da los ist. Hallo, Couch. Du müsst jetzt bitte zum Ice Cream Laden. Ich hoffe, zum letzten Hinweis. Oh mein Gott, was für eine Aufgabe. Leute, wir gehen zum Ice Cream Laden und sehen uns gleich wieder. Also, let's go. Jetzt sind wir beim Ice Cream Laden. Kurze Reise, aber sind auf jeden Fall da. Mal gucken, was das mit der komischen Rechnung auf sich hat. Wow. Einfach einen Jump rausgemacht und eine Mumbuts, alles klar. So, meine Freunde. Ah, er hat einen Stern über dem Kopf. Cool, mein Freund. Ich muss mit dir reden. Okay, welcome to the Ice Cream World, Detective. Ja, ich bin da. Hallo. Genau. Ich suche den gestohlenen Hut. Wo ist der? Okay, dieser unbekannte Mann kam hierher und hat eine Eiscreme bestellt. Okay. Es war eine sehr, sehr große Bestellung, sagt er hier. Leute, letzter Hinweis anscheinend. Er hat diesen Laden vor wenigen Minuten verlassen. Das heißt, er muss ganz in der Nähe sein. Ihr müsst das irgendwie finden. Also, Mr. Couch, Mr. Sofa. Oh, aha. Da sind Eisspuren, meine Freunde. Ja. Los, hinterher. Eisspuren. Lecker Eis, ja. Okay, wo geht's hier weiter? Hier ist nochmal eine Eisspur. Ja. Einfach Eisfußspur. Zappa, wer ist der Dieb hier? Hier geht's weiter. Hier ist noch eine Eisspur. Hier ist die es geht über die Straße. Ja. Hier nochmal. Dann hier. Aha. Ist der für ein Pet Shop? Ah, hier. Hier ist ein Eiscreme-Laden. Oh, hier ist eine Pfütze. Interaktion, was ist da los? Leute, er hat mit der Pfütze die Eiscreme von den Schuhen gewaschen. Und der muss hier irgendwo in Nähe vom Markt sein. Vielleicht, so sagt es hier. Okay, alles klar. Aha. Ja, meine Freunde, Detektiv Tornado, wir müssen hier eine Umfrage machen. Haben Sie jemanden gesehen mit einem gestohlenen Hut? Hallo? Er hat nichts gesehen. But check out bei Crazy Deals. Nein, ich will nicht Crazy Deals. Nehmen wir noch einen, mein Freund. Hallo. Haben Sie jemanden gesehen mit einem gestohlenen Hut? Now can do, dude. I didn't see. Er hat nichts gesehen. Ja, alles klar. Hier war auch noch einen. Hey, mein Freund, ich suche einen gestohlenen Hut. Oh, yes. Ah, er hat ihn gesehen. With a lot of ice cream. Genau den suchen wir. Oh, er hat ihn gesehen vor ein paar Minuten. Okay. Leute, er denkt, dass dieser Typ beim blauen Apartment am Strand wohnt, direkt bei der Brücke. Da würde ich sagen, gehen wir mal hin. Down off the road. Ja, dann den besuchen wir jetzt hier, mein Freund. Sag mal, der klaut ja einfach den Hut. Was ist das denn für eine Straftat? Mann. Hier ist die Brücke. Blaues Gebäude. Aha. Das muss das hier sein. Ja, ah, hier blinkt. Ja, hier blinkt's. Dann gehen wir mal rein hier. Oh, jetzt filmen wir den Hutdieb. Let's go. Ja, verdächtig viel Eiscreme. Absolut. Ja. Okay. Hier blinkt es schon wieder. Oh, Leute, nächste. So viel Interaktion hier. Wisst ihr, ist locked. Oh, ist verschlossen. Okay. Okay, Leute, wir interagieren mal mit der Tür. Door ist auch locked. Okay, ist alles verschlossen. Da müssen wir anscheinend doch die Treppe hoch. Ah, nein, hier ist auch noch was. Guck mal, hier blinkt es auch schon wieder. Oh, can't use this. I'm busy. Ey, hallo, aufmachen. Polizei, mein Freund, aufmachen. Ey, dann mach dich auf, der Typ. Dann gehen wir jetzt mal hoch, Alter. Hier muss doch irgendwas sein. Leute, müssen wir irgendwas machen? Ah, Alter, wie ist denn hier? Oh mein Gott. Okay. Ja, hallo, Polizei? Oh, make it quick, we wanted for Wobbly Quiz out. Oh, die machen ja das Wobbly Quiz. Ich wollte nicht stören, sorry, tut mir leid, alles klar. Gehen wir hier mal rein, hallo, Polizei? Oh, how exciting, a real life detective. Ja, ich bin ein richtiger Detective, aber ich glaube, der hat keine Info für mich. Okay, danke, Tür zu. Okay, letzte Tür, meine Freunde. Ich hoffe, das ist die richtige Tür. Was steht denn da dran? Keep out, bleib draußen. Aha, ich komme jetzt rein, mein Freund. Oh, wir können rein. Sehr nice. Wir sind drin. Ah, guck mal, so ein Gamer hier oder was? Guck mal, hier ist so ein Zocker. Ah, und der ist der Hut, mein Freund. Ja, mein Freund, dich mache ich jetzt fertig. Hallo? Ja, musst gar nicht rumheulen. Du hast geklaut, mein Freund. Oh no, you found me. Oh nein, der hat mich gefunden. Ja. Das war nicht der Plan. Aha. But er war sehr clever, sagt er gerade. Okay. Er sagt, seine Mutti ist irgendwie so ein bisschen böse. Ich kann den Hut jetzt wieder nehmen. Okay.
Und er sagt, er wird nie wieder was klauen. Da bin ich doch mal gespannt, mein Freund. Ja, ja, ja. Und jetzt weiß er, dass wir Detectives sehr, sehr clever sind. In Ordnung. Gib mir den Hut, mein Freund. Let's go. Ich hab den Hut jetzt. Wo ist der Hut hin? Oh, da. Report back to Station Day. Oh, okay, wir sollen zurück sofort zum Day T-Force, meine Freunde. Let's go, let's go. Können wir hier raus? Nee, doch, können wir raus. Perfekt. Raus hier. Die Bude sieht aus hier von dem Zocker. Mann, 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 Mann. Oh, schöne Aussicht, mein Freund. Leute, dann würde ich sagen, ab zum Detektivhaus und mal gucken, was der zu sagen hat. So, Leute, ich und mein Kollege sind hier auf dem schnellsten Weg zum Detektivhaus zurückgekehrt. Oh, schnell mal eingeparkt. Oh, Bombenparkplatz. Danke dir, Bro. Und jetzt müssen wir mal gucken, was der zu sagen hat und ob wir jetzt alles gelöst haben. So, mein Freund, Hut habe ich dir wiedergebracht, mein Freund. Was sagst du dazu? Oh, mein Hut, yay, hat ihn wieder. Gute Arbeit, sagt er. Okay, er sagt gerade, er hat Informationen von der Mutter bekommen und sie macht auch nichts mehr. Also er denkt auch, dass die Mutter nicht mehr stehlen wird oder der Sohnemann. Irgendeiner von beiden sind jetzt immer artig. Ich soll morgen wiederkommen für einen neuen Auftrag. Leute, jetzt die Auftragreihe geht weiter. Wir müssen also morgen wiederkommen. In Ordnung. Und, jetzt habe ich auch den Hut wie du bekommen. Ja, 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 mein Freund. Mr. Turbo Man, dann lass uns mal gucken, was wir heute hier machen müssen. Leute, der sagt uns hier, die wurden oben auf dem Eisberg von Wobblidorf angerufen. Und der sagt hier, da spukt in diesem Haus und wir müssen bestimmt da gucken, was da abgeht. Okay, komische Tiere gehen da vor. Meine Freunde müssen dem Wobblidorf auf jeden Fall helfen, klar. Wir helfen. Ah, guck mal, Leute, wie der schon aussieht. Wir müssen einmal, okay, dort vorne hin ist er direkt bei meinem Haus. Da spukt's also, in Ordnung, okay. Oh Gott, wie der aussieht, ach du Heil. Sieht aus wie ein Übernerd. Aber frische Brille, mein Freund. Okay. Und das grüne Haus. Er ist ja quasi mein Nachbar. Leute, gucken wir mal, was da los ist. Und ja, ich hoffe, dass wir den Spuk da lösen können. So, Leute. Helikopter geschnappt. Da geht es auf jeden Fall weitaus schneller als mit einem normalen Fahrzeug. Das grüne Haus ist quasi mein Nachbar. Du sollst spuken. Und mal gucken, ob der recht hat oder nicht. Bin gespannt. Da vorne ist das grüne Haus. Auf jeden Fall, glaube ich, in neuen Style. Das war schon mal vorher da, aber nächstes so, wie es gerade ist. Leute, mal gucken, was da abgeht. Aussteigen, let's go. So, wo spukt's hier? Wo ist der Spuk? Ah, okay, rein da, perfekt. Oh, ist ja gar nicht offen, geil. Oh, der ist der Nerd, okay. Das Haus ist verflucht oder verspukt irgendwas in der Richtung. Oh. Oha. Oha, ist ja wie im Horrorfilm mit der Fernseher. Oh mein Gott, der kriselt und blinkt. Oh mein Gott. Okay, das ist ja sehr, sehr heftig hier. Was geht hier ab? What's that something upstairs now? Da ist irgendwas oben, Leute. Wir müssen die Treppe hochgehen. Leute, wir müssen auf jeden Fall nach oben gehen, glaube ich. Nach oben hat er gesagt, da soll irgendwas sein. Lass mal nach oben gehen. Was ist da los? Okay. Gehen wir hier mal rein. Hallo, ist hier was? Ah! Oh, das sind Bücher. Interagieren, let's go. Bücher dann scheint irgendwie alleine runtergefallen. Haben irgendwas damit zu tun, meine Freunde. Okay, Leute, Bücher auf dem Boden. Okay, schon ein bisschen kurios. Was geht hier ab? Hallo, ist der Fernseher? Geht der auch an? Nee. Bett ist hier, Kleiderschrank. Hier sieht es ganz normal aus, würde ich sagen. Dann gehen wir weiter nach oben, würde ich sagen. Oh, der hat sogar einen Dachboden. Oh, das erste, was ich hier im Dachboden sehe. Okay, cool. Ist hier irgendwas als Hinweis? Ein Fahrrad? Okay. Also hier oben ist anscheinend nichts. Wir gehen mal runter zum Typen da oben. Was ist mein Freund? Müssen wir gucken. Hier sieht es aber aus. Ah, jetzt blinkt der Fernseher. Ah, jetzt blinkt der Fernseher. Alles klar. Okay. Hallo, Fernseher. Hallo. Der Fernseher sieht etwas komisch aus, hast du vollkommen recht. Jetzt haben wir den Fernseher, warte mal. Gibt es hier noch was? Ah, hier ist ein Waschbecken. Da müssen wir auch erneuern. Was will das Waschbecken von uns? There's something warm on this tap. Das ist auch irgendwas falsch, meine Freunde. Okay, das läuft allein das Wasser einfach raus. In Ordnung. Okay. Mann, sieht hier schlimm aus. Oh, jetzt. Oh, da ist gerade irgendwie Glas runtergefallen. Oh, was ist das Sprung? Leute, ich habe das ganze Haus jetzt durchsucht. Hier ist nichts mehr. Ich gehe jetzt runter mal zum komischen Nerd-Typen und mal gucken, ob der jetzt irgendwas Neues für mich hat. Oh, hier spukt's ja wirklich. Hier fliegen Gegenstände rum. Oh, hier spukt's, meine Freunde. Oh, jetzt ist was, ist was. Please put the power back on. Ah, ich soll jetzt irgendwie den Strom wiederherstellen. Er ist zu ängstlich, um das zu tun. Der Typ hat gesagt, wir sollen jetzt irgendwie im Keller gucken und der Keller ist hier draußen. Aua, hier spukt's wirklich. Ich werd erschlagen vom Geist. Oh, Mann. Leute, hier ist irgendwo ein Keller. Warte mal. Ah, hier ist da was. Ja, ja, ja. Oh, Interact, meine Freunde. Leute, wir müssen jetzt hier reingehen und den komischen Geist finden oder den Strom erstellen. Ich weiß nicht, meine Freunde. Let's go. Oh, gruselig. Alter, cool, sind Lampen. Oh, wow, ist ja alles ziemlich dunkel. Oha, Alter, sieht aber richtig geil aus hier. Oh, hier sind Mäuse, hab ich gerade gehört. Okay, lass mal gucken, was hier abgeht. Oh, ist ja alles dunkel.
Diesen 30er-Schild einfach an der Hand. Überall diese Wobbly-Hanten immer. Okay, hallo, ist hier jemand? Hallo? Ich soll den Strom wieder herstellen? Hallo? Hier sind ganz viele Pakete, hier sind Bilder. Hier weiter eine Runde. Ich klebe mal die Wände einfach entlang. So ist eine Banane einfach. Ob hier so ein Affe drin lebt oder so, okay. So, was ist hier? Ich gehe mal so ein bisschen, überall ein bisschen lang. Überall muss was sein hier. Oh, guck mal, ja, guck mal, hier, aha, aha. Oh, da sind Mäuse, guck mal, verdächtig, guck mal. Guck mal, da sind gestapelte Pakete. Da gehe ich jetzt einfach mal durch. Was passiert dann, hä? Nichts passiert ja, okay. Aber es sieht auf jeden Fall, ich bin weitergekommen. Ich bin auf der anderen Seite jetzt schon mal. Hier ist eine Waschmaschine. Ah, hier ist irgendeine Werkbank. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Pfad, meine Freunde. Die Kiste. Oh, wow, wow, ey, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Weil es sind schon wieder so eine Pappkartons. Aha. Leute, gucken uns hier jeden Winkel ganz genau an, ob wir nichts verpassen hier. Aha, aha. Was ist hier nochmal am Start? Was ist hier? Oh, Leute, Geschenk, 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 Geschenk. Yeah! Geil! 108 von 109. Da fehlt bloß eins, meine Freunde. Aber alle Geschenke wieder zusammen. Aber ich weiß schon, was das letzte ist. Zeige ich euch im nächsten Video. Jetzt gehen wir erstmal weiter auf der Spur. Okay, okay. Jetzt müssen wir anscheinend immer da lang, wo diese Papierstapel hier sind. Ja, ja, ja. Es sieht voll gut aus, Mann. Richtig gut. Ich glaube, hier geht es in die richtige Richtung. Da ist wieder grün, da ist grün. Ah, ja, ja, ja. Wir gehen einfach lang, meine Freunde. Let's go. Ich verstecke, mein Freund. Bleib schon hier. Hab's keine Angst haben. So. Zack. Zack. Au, oh, ist da der Stromschalter? Ja, perfekt. Interagiert. Let's go. Oh, ist der Strom wieder an? Yeah, Baby, Strom ist an. Ja, sehr, du hast den Minenhut. Stark. Dann lassen wir zum Nerd zurückgehen und hoffentlich haben wir jetzt sein Rätsel gelöst. Und mal sehen, ob er noch mehr irgendwelche, keine Ahnung, Geistergeschichte für uns hat. Bin gespannt, was er zu uns sagt. So, Leute, wir gehen wieder hoch zum Nerd. Einfach wieder hoch. Ah, interagieren, perfekt. So, mein Freund, jetzt bin ich gespannt. Jetzt haben wir den Strom wieder hergestellt, wo wir saftige Belohnungen dafür haben. Wir arbeiten nicht umsonst hier, mein Freund. Dann gehen wir rein hier. Dann, mein Freund. Au! Thanks for getting the power back. Ja, ich habe dir gerne deinen Strom wieder gemacht. Kein Problem. Ah, hat hier was für uns? Alles klar. Okay, Leute. Der Typ sagt, wir sollen jetzt oben auf den Dachboden gehen. Und dann sollen wir irgendwas in den Kisten kramen oder so. Und das soll irgendwas sein. Stimmt, da war ein Stapel voller Kisten. Da war da irgendwas. Genau hier. Hier, hier. Hallo, ja. Ach, da. Ja, die einzelne Kiste in dem Schreibtisch ist es. Alles klar. Nimm auch die. Okay, interact. Oh, die wackelt. Oh, die Brille. Cool. Okay, ich glaube, die Brille kann uns hier weiterhelfen, meine Freunde. Ah. Leute, wir sollen jetzt diese Lupenbrille anziehen und dann jeden Hinweis nochmal genau begutachten. Das machen wir jetzt auf. Wir nutzen jetzt die Brille. Oh, jetzt sehe ich aus. Sieht jetzt cool aus. Oha, das passt perfekt zu meinem Outfit. Der Tornado, die Lupenbrille hier. Okay, dann gehen wir jetzt weiter. Alle Hinweise betrachten. Das heißt, hier oben mal die Glasscherben. Die gehen wir jetzt mal an hier. Zack, zack. Mit F. Ah, jetzt muss hier alles wieder herstellen nach dem Motto. Alles klar. Okay, okay. So, jetzt haben wir das gemacht, meine Freunde. Wo müssen wir noch überall hin? Bei den Büchern war noch was, ne? Genau, die Bücher nochmal. Bei den Büchern. Wer ist Sam Tini? Ah, das sind irgendwelche kleinen Fußspuren. Und eine kleine... LOL! da ist so eine kleine Leiter. Das ist eine kleine Seilleiter. Was ist denn das, Alter? So, Leute. Wo haben wir jetzt noch überall die Hinweise gehabt? Hier war nichts mehr. Oh, mein toller Freund stellt mich hier komplett zu mit irgendwelchen Möbelstücken. Das bin nämlich gar nicht mal meine Suche nach den Hinweisen. Oh, Mann. Was macht der Junge hier? Der hat den falschen Job, ey. Kann ich ja auch interacten? Was ist denn das? Ah, ich bin oben. Lol. Ich komme von der Treppe aus interacten. Den Wasserhahn natürlich. Alles klar. Den Wasserhahn haben wir auch damit gecheckt. Und es fehlt doch der Fernseher, ne? Fehlt doch der Fernseher. Ja, ja. Mein Freund, du hast den falschen Job, Mann. Ey, ich feuer dich gleich, ey. So, und jetzt nochmal den Fernseher. Und dann müssen wir alles haben, glaube ich. Ah, guck mal, das sind ganz kleine Kabel. Ey, da ist da irgendwas Komisches. Was ist da los? You say you found some. Ja, wir haben so kleine Sachen gesehen, mein Freund. Teenie Ladder ist genau, kleine Fußspur, genau das. Ah, it's happening again. Ah, guck mal, die wackelt die Box. Die Box wackelt. Oh, was ist da drin? Was ist da drin? Hallo, Box. Was ist da drin? Okay, eine Gruppe aus kleinen Wobblies. Wie geil ist das denn? Was ist das denn? Das ist ja cool. Okay, we must have been messing with all the objects. Irgendwas wollen wir machen. Oh no. Achso, ist ein Wissenschaftler von den Eisberg, meine Freunde. Okay, okay. Wir müssen jetzt irgendwie zurückbringen, meine Freunde. Ich schätze, wir müssen jetzt die Box schnappen und die zurückbringen. Hundertprozentig. Kann ich die einfach nehmen? Alles klar, interact. Ach so, also, guck mal, mein Freund ist so nett, hat alles hier vollgestellt. Echt der beste Helfer aller Zeiten. Echt cool. Okay.
Okay, das heißt, wir müssen jetzt zurück zum Eisherr, würde ich sagen. Ich halte mein Helikopter mal fest. Und dann kann der gute Helfer mich dahin transportieren. Bitte langsam, mein Freund, auf die Box nicht verlieren. Ja, das heißt, wir haben jetzt die Hinweise gefunden in diesem Geisterhaus. Mit der Brille nochmal alles rekontrolliert. Und jetzt fahren wir oder fliegen wir sogar zum Mountain hin. Und ja, geben jetzt diese Lunchbox ab und mal gucken, was das für ein Secret ist. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Einfach so eine kleine Wurmlis in dieser Lunchbox. Mega witzig. Lasst uns rein. Wir haben einen wichtigen Auftrag für euch, mein Freund. Lasst uns rein. Oh, er schon wieder. Ja, ich war schon mal da. Hallo? Not again. Nicht schon wieder, sagt er. Er sagt nicht schon wieder. Schon wieder passieren komische Dinge. And yes, the Lunchbox over to me. Ja, die Lunchbox hat er jetzt von mir bekommen, natürlich. Die versuchen jetzt, die Wurmlis hier in normale Größe zu bekommen. Und er sagt, danke fürs Bringen. Ja, sehr gerne. Und wir sollen nicht, und wir sollen keiner davon erzählen. Haut da raus, wieder Top Secret, meine Freunde. Natürlich, Top Secret. So, jetzt haben wir, oh, jetzt haben wir es erledigt. Jetzt kriegen wir wieder Report back to the Station Detective. Okay, mein Wobbly-Freund, bitte zurück zur Detektivstation. Und jetzt müssen wir berichten, was wir alles erlebt haben. Und mal gucken, was der für uns hat. Der würde uns niemals glauben, was wir gerade erlebt haben. Oh, weia. Leute, jetzt sind wir bei der Polizeistation und mal gucken, was jetzt der Detektiv zu uns sagt. Let's go, let's go, let's go. Hier bitte, ich bin wieder da, mein Freund, ich bin am Start. Oh, good job, sagt der Detective. Good job, alles klar. Und eine andere erfolgreiche Aufgabe. Sehr, sehr gerne. Okay, er sagt, ich soll dafür kein Wort verlieren, ich soll wirklich darüber schweigen. Ist top secret, meine Freunde. Ihr denkt über ein anderes Geschenk für uns nach. Und ich kann mich jetzt den Senior Detective nennen. Also eine gehobene Klasse vom Detective. Sehr geil, next level. Was kriegen wir dafür? Und er dankt uns für den geilen Service. Sehr gerne. Und, jetzt kriegen wir das Police Supercar. Yay! Woohoo! Cool! Ey, Mr. Clown Auto, du bist gar nicht nett hier zu uns. Okay, und somit haben wir dann alle Detective-Aufgaben gelöst, oder was? Sieht ganz anders aus. Meine Freunde, sind wir schon Paradise Island. Wir müssen einfach der Straße entlang fahren. Gar kein Problem. Einfach geradeaus, geradeaus. Am Eisladen vorbei. Und ganz hinten rechts, hinter der Eiswagen, bei diesem Strand hier. Dort gibt es ein neues Sidequest. Und die geht's mal hin und holen jetzt den Hut hier. Let's go. Hallo, was kann ich für dich tun? Sie sagt jetzt gerade, sie braucht Hilfe und besonders die Krabben fangen, weil die Krabben, die verstecken sich mal unter den Sand und die kriegt sich einfach nicht hin und wir müssen jetzt helfen und dafür kriegen wir dann ihren Favoritenhut und das ist der, den sie gerade aufhat. Und ich soll die Netze einmal benutzen zum Einfangen, das machen wir natürlich auch. Und wir sagen, natürlich, ich helfe dir jetzt, let's go. Okay, Leute, Netz geschnappt, let's go, warte mal. Gib mir ein Netz, gib mir doch mal ein Netz. Hallo, ich will ein Netz haben. Jetzt. Perfekt. So, wo sind die Krabben? Leute, oh, da vorne, Leute, da vorne ist eine. Hieß auch eine. Hallo. Ach, da kommen die aus dem Sand raus. Zack. Ah, eine haben wir von 6. Oh, wir müssen 6 Krabben fahren. Alles klar. So, 2. Zack. Oh, da ist die dritte. Komm, die hat sie versteckt. Komm, raus. Da ist noch eine. Ah, guck mal hier, die laufen auch ins Wasser. Perfekt. 3 von 6. Oh, es ist sie schon wieder weg. Bleibst du hier? Bleibst du hier, Krabbe? Zack. 4 von 6, Leute, 2 fehlen noch, 2 noch. Da vorne ist die eine, wo ist die andere? Die verstecken sich immer. Ich muss mal hier ein bisschen umgucken, meine Freunde. Ihr müsst die Krabben auf jeden Fall alle einfangen, super wichtig. Da, 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 da. Guck mal, die kommen hier einfach aus dem Sand gekrabbelt. Hallo, hallo, ich möchte dich fangen. Bitte kommen Sie raus. So, ich warte jetzt einfach, bis die Krabbe hier raus. Da ist sie, schnell sein, schnell sein. Ah, ist sie schnell, Alter. Da, schon wieder, Krabbe. Jetzt haben wir sie. Pech, 5 von 6. Super, super. Und letztlich, ich komme. Ja, come on. Krabbe, bleib mir hier am Start. Krabbe, ich muss dich. Oh, der ist der. Jetzt habe ich dich. Ah, perfekt. 6 von 6. Super. Leute, Netz weggeschmissen. Weg damit. Wir haben jetzt 6 Krabben gefangen. Und jetzt hoffen wir, kriegen wir den coolen Hut. Und bin mal gespannt. So, ich habe jetzt alle Krabben gefangen. Let's go. Aua, das sind alle Krabben, die ich gefangen habe. Sehr gut. Amazing, sagt so. Wunderbar. Genau. Die Sapi hat mir versprochen, mir einen Hut zu schenken. Und der ist jetzt natürlich... Oh, oh. Eigentlich sollte sie die Krabben fangen. Hat mich beauftragt. Leute, gib mir jetzt ganz schön einen Hut. Da ist er, der Buckethead. Ah, sehr gut. Oh, Leute. Erstmal entleer auf Toilette. Oh, eigentlich bin ich allein hier, meine Freunde. Zum Glück. Oder ist sie doch noch jemand? Nein. Tom ist auch da und nein, Will ist auch da. Oh mein Gott, wie peinlich. Ich hab nur gepinkelt, Leute. Ja, ja. Hab nur gepinkelt, ja. Dankeschön. Schönen Tag euch. Tschüss. Achso, Leute, da wir schon mal hier sind, können wir noch ein Secret machen, oder? Können wir ein Secret machen? Oh yeah.
Du, Leute, ich habe gehört, der Typ hier, der U-Bahn-Typ, der braucht ein bisschen Hilfe. Leute, willkommen zu einem Video. Wir starten hier direkt bei der Feuerwehr, hier direkt den U-Bahn-Schacht, rechts daneben. Und wir quatschen jetzt den, ja, Mann in der U-Bahn an, nach einem netten Toilettengang. Mhm. Und lass mal gucken, was er von uns möchte. Let's go. Also, er heißt Bob, er hat ein paar Brüder und die haben irgendwie die Rucksäcke und die Gegenstände vertauscht. Wir müssen das Ganze wieder gerade rücken. Und da heißt, er gibt jetzt einen Gegenstand mit und dann müssen wir das den Brüdern bringen. Also, let's go. Ah! Leute, diesen netten Gummiente müssen wir jetzt zum Bruder bringen. Ja, Will und Mr. Tom, dann zeigen, wo es lang geht. Ihr habt das Spiel erstellt. Also, go, go, go. Alles klar. Will voraus. Will, wart mal auf mich. Leute, gehen einfach jetzt in die gegensätzliche Richtung von der U-Bahn. Ihr seht es, hier kommt die U-Bahn gerade von der anderen Richtung. Wir gehen hier einfach lang und bringen jetzt den ersten Bruder, ja, seinen verlorenen Gegenstand und hoffen, er braucht ihn und dann geht's hier weiter. So, schnell hoch, nicht überfahren. Schnell, Will, hoch. Nein! Oh, ich habe überlebt. Geil. Ah, Leute, hier ist es. Ah, Tom ist auch am Start. Moin. Ah, da ist der Bro. Der, guck mal, der ist ja auch. Oh, der sieht ja verdächtig. Wie sieht der denn aus? Der sieht ja super verdächtig aus. Das für ein Typ, Alter. Hat der ein cringes Outfit. Okay, Leute. Leute, schreibt in die Kommentare. Sag mal, es ist ein Kommentar von 1 bis 10. Sag mal, 1 ist hässlich, 10 ist schön. Schreibt mal rein, bitte. Was ist da los? Und Drohne, geh weg hier aus meinem Bild. So, Bruder, du hast deine Ente vermisst. Bitteschön. Ja, mein Dude, you found. Ich hab seine Ente gefunden. Genau sieht's aus. That's awesome. Thank you. So, und der Marvin, der braucht jetzt auch irgendwas. Ja, gib mir was, bitte. Ja, ja. Was braucht er? Oh, ein Arztkoffer. Alles klar. Will, wo müssen wir jetzt wieder lang? Müssen wir zurück? Müssen wir geradeaus? Oh, hier geht's weiter. Alles klar. Tom zeigt die Richtung an. Let's go, Leute. Einfach Richtung in der falschen Fahrtrichtung. Einfach hier weitergehen. Gehen wir zurück und weiter. Ja, einfach Tom und Will in mein Game. Einfach die Developer, meine Freunde. Was da los? Oh, wer müssen wir denn laufen? Was ist denn dieser Bruder? Wo ist dieser Bro? Oh, U-Bahn, Leute. U-Bahn. Oh, ich will noch überfahren lassen. Was lustig vorhin. U-Bahn, überfahr mich. Nein. Oh, ich habe nicht so weit weggeschliffen werden. Oh, Tom hat es auch überlebt. Wunderbar. Ey, Will, warte mal auf uns. Leute, Will hat da vorne Stopp gemacht. Da hier geht es einmal weiter. Perfekt. Dann müssen wir jetzt den Arztkoffer anscheinend nicht abgeben. Hat uns nur geprankt. Alles klar. Bestimmt hier vorne bei der nächsten U-Bahn-Station. Ja, ja, ja. Hier bestimmt. Ist hier irgendwas? Ja, da ist der Bro. Da ist der Bro. Ja, ja. Gib mir her, mein Freund. Danke, Will. Hier, mein Freund, den Arztkoffer. My first kid. Er hat's endlich. Ja, ja. Bitteschön. Kein Problem, mein Freund. Sehr, sehr gerne. Und er ist Leroy von den Bubble Brothers. Alles klar, er ist der cleverste von allen. Alright. Und wir müssen jetzt mal durch zurück zu Bob, wie er es gesagt hat. Wir müssen ihm was geben. Was müssen wir jetzt geben? Was hat er? Ah, was ist das? Was ist das denn? Eine Zange? Alter, eine Riesenzange. Ab zu Bob, meine Freunde. Los geht's. Leute, wieder im Gegensatz zur Richtung, weil ihr wisst, wenn ihr diese U-Bahn-Strecken entlang lauft, dann ihr lauft einfach einmal im Kreis, haben wir einmal eine große Runde gedreht. Das gehen wir wieder zu Bob und anfangen. Müsst ihr bei der Feuerwehr landen? Ja, oder? Ja, landen wir da. Guck mal, Leute, laufen wir jetzt hier einmal hier runter, also den ganzen Weg. Und landen wir unten beim Sternchen und dann sind wir bei Bob. Und dann haben wir hoffentlich die Quest geschafft. Ich hoffe es. Also, Will sagt mir gerade, das ist eine Motorsäge. Ich dachte, das ist. Ach, stimmt. Ah, jetzt sehe ich es auch. Ja, eine Motorsäge. Leute, ich dachte, es wäre eine Riesenzange. Sah auf dem ersten Blick so aus. Sorry, Bros. Ich hoffe, Tom und Will sind mich sauer. Aber ich habe es einfach nicht gut erkannt. Jetzt sind wir. Ah, guck mal, da ist der Bob. Wir sind für eine Runde. Schaut mal, Leute, sind wir bei der Feuerwehr. Wir haben einfach eine ganze Runde in der U-Bahn gedreht. Oh, erstmal hoch hier. Alter, hoch hier. Los. Alles klar. Und Bob hier, bitteschön. Dein vermisster Gegenstand, deine Motorsäge, bitteschön. You found my wedge. Thanks, buddy. No problem. Ich habe jeden sein Zeug zurückgebracht. Genau das habe ich gemacht. Good work, sagt er. Perfekt. Ah, unlocked. Unlocked mit Train Outfit. Perfekt. Super, haben wir geschafft. Tom, Will? Tom und Will? Wo seid ihr denn? Oh, Will, steck fest. Will? Will, ich glaube, du musst jetzt einmal mitfahren. Tschüss, Will. Oh, sie haben bei überlebt. Leute, ab zur neuen Quest, let's go. Oh, Tom, ich sehe schon, der Spielersteller kann sehr gut Auto fahren. Nicht. Ja, Leute, ich sehe schon die Quest da vorne. Tom hat nicht gelogen. Hier ist eine neue Sidequest. Ja, Tom, good job, Mann. Ja, moin. Wir haben Bock, was zu erledigen. Hi. Leute, sie braucht Hilfe. Wir müssen irgendwas für sie finden. Das machen wir natürlich sehr gerne. I drop it into the river. Oh, sie hat es irgendwie im Fluss verloren. Und jetzt müssen wir es einmal suchen. Meine Freunde, let's go. Und da ich ja Tom bei habe, weißt du, glaube ich, Bescheid, wo es ist. Ja, Tom, zeig mal, wo das ist. So, meine Freunde, wir haben uns mal ein Boot geschnappt. Wir sind jetzt schon den ganzen Fluss hier seit der Quest hier runter. Da sind wir im ersten Wasserfall. Und irgendwo muss doch dieses komische Fernglas sein. Das kann doch nicht wahr sein. Tom, was hast du hier programmiert, Bro? Dauert hier ewig. Ja, ja, danke, Mann. Ah, vorne, Leute, da vorne ist es. Das ist Fernglas, glaube ich, da ist es.
Ja, Tom, sag doch gleich, dass sie ist, Mann. Ja, ja, ja. Perfekt. Ich guck gerade mal auf die Karte. Wir können leider kein Wasser verhochfahren. Leute, wir müssen von hier aus laufen. Ey, Tom, hast du nicht umprogrammiert, dass man da hinfliegen kann? Mann. Na dann, Tom, komm, let's go. Wir gehen jetzt einmal zur netten Dschungeldame, geben das Fern das ab und gucken mal, was wir da bekommen. Leute, nicht vergessen, das ist hier vorne, guck mal, ist so ein kleiner Hügel. Und da ist das Fern, das hier, auf den kleinen Hügel, beim ersten Wasserfall, beim Steg. Und dort könnt ihr einfach das Fern das finden. Also, gebt es jetzt ab und let's go. So, der Tom kommt gleich, der bringt ihn gleich ihr Fernglas. Und ich hoffe, ja, danke. Hey, hier ist es, bitteschön. You found them. Ja, wir haben es gefunden. Natürlich, thank you so much. Bitteschön, kein Problem. Ich bin ein echter, oh, Entdecker. Oh, das heißt, wie freigeschaltet. Sehr geil. So, meine Freunde, sind wir schon beim Friseur. Ihr wisst, der ist genau neben der Pizzeria. Hier auf der Karte ganz kurz mal erklärt. Hier die Pizzeria, hier der Haircut. Da mal reingehen. Und da braucht jemand unsere Hilfe. Und da gucken wir, was da los ist. Let's go. Moin, moin. Oh, der ist ja, guck mal, Leute, da ist der Wobbly mit den Sternen über den Kopf. Und guck mal, der hat hier, oh, guck mal, der hat hier so eine, der hat hier so eine Kante reingeschnitten. Was hat der denn gemacht? Oh mein Gott. Er freut sich sehr, uns zu sehen. Er hat versucht, seine Haare zu schneiden und da ist missgeschickt passiert. Man sieht's, Bro, das ist nicht cool. Er sagt doch gerade, er ist nämlich Friseur und keiner will von ihm die Haare schnitten bekommen, weil er natürlich so komisch auf dem Kopf aussieht. Leute, wenn ihr zum Friseur gehen würdet und euer Friseur hat oben so einen großen, dicken Cut mitten auf dem Kopf, würdet ihr euch von dem Friseur die Haare schneiden lassen? Also ich glaube auch nicht. Deswegen, Leute, schreibt in die Kommentare, ja oder nein. Und wir müssen jetzt helfen. Er braucht nämlich seine Perücke und die hat er anscheinend im TV, im Woppel-TV-Studio vergessen. Also hinter und los. Müssen auf jeden Fall helfen, den Guten. Der arme Friseur kann kein Business machen hier, weil keine Kunden kommen. Ich finde, den Quad hätte ein bisschen schneller machen können. Er hat trotzdem ein cooles Fahrzeug. Leute, hier ist der Woppel-TV-Tower einmal hinter. Jetzt müssen wir die Perücke suchen, weil es gibt nämlich verschiedene Secrets in diesem Tower und mal gucken, was uns jetzt erwartet. Fahren wir ein Stockwerk hoch, let's go. So, da sind wir schon. So, ist hier was Neues. Hier ist ein Raum. Hier ist nichts Auffälliges. Nein, Leute, müsst ihr eine Perücke suchen. Mal gucken, wo die ist. Hier ist auch noch ein Räumchen. Hier ist der Greenscreen Room. Hier ist aber nichts. Nichts anderes. Nein. Okay, dann müssen wir ein Stockwerk höher fahren, meine Freunde. Let's go. Hier muss doch irgendwo die Perücke sein. Mann. So, hier mal noch ein paar Türen. Einmal hier, gehen wir uns einmal rein. Hier ist die Couch, hier ist ein Glastisch. Ach komm, hier ist ein Friseurladen. Hier ist ein Ah, da unten, Leute, guck mal da, hier. Da ist sie. Ah, Leute, guck mal, das ist die Perücke. Ich glaube, die hat der gemeint. Kann man die nehmen? Ja, oh Leute, ja, das sieht auf jeden Fall nach einem neuen Gegenstand aus. Leute, guck mal, das sieht aus wie eine frische Perücke hier. Guck mal, das sieht nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall ist sie. Leute, ab damit zum Friseur. Ich hoffe, das ist auch, was er meint. Und dann würde ich sagen, treffen wir uns gleich hier beim Friseur. Let's go. So, mit meinem Quad kann ich jetzt schlecht transportieren. Ich schnapp mir kurz mal hier Polizeiwagen. Come on, einmal hier. Der hat einen schönen großen Kofferraum. Auf damit, los, Wubi, los, drück. Er hat gedrückt, alles klar, perfekt. So, rein damit. Beste Ware des Tages heute. Und zu und ab gehen zum Friseur. Let's go. So, wir kommen mit Blaulicht, mit Rotlicht hier. Leute, schnell, schnell, schnell. Perücke im Anmarsch. Oh, wir sind da. Los, 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 los. Schnell, Perücke. Ich hoffe, das ist es, was der Typ meint. Hier, Bro, mit dem du endlich wieder Haare schneiden kannst. Los, los, los. Ja, das ist er. Der sieht ein bisschen aus wie Marilyn Monroe, so ein bisschen gerade vom Hairstyle her. Sehr gut. Okay, er sagt Dankeschön, vielen, vielen Dank. Das ist so viel besser. Oh, hat noch nie blonde Haare gehabt, jetzt hat er sie endlich. Perfekt. Ah, Bad Haircut and Wig. Ah, wir haben zwei Perücken bekommen. So, meine Freunde, einen neuen Paintjob findet ihr hier vorne direkt hier am Gebäude. Wow, oh, gut eingeparkt. Perfekt. Leute, gegenüber von der Tankstelle hier direkt bei der Brücke findet ihr den Artist-Job. Dort dann hingehen, aussteigen und ran hier. Nicht vergessen, hier oben gibt es auch ein neues Geschenk. Zeige ich euch am Ende des Videos nochmal. Geht da einfach rein. Das ist mal ziemlich cool. Erstmal, Leute, Props an die Wobbelstadt. Das sieht richtig geil aus, ja. Leute, wir gehen aber durch die Tür einmal durch. Und dort wartet hier die nette Dame auf uns. Und ja, wir sollen jetzt hier was anmachen. Also, let's go. Hier steht jetzt immer alles Schritt für Schritt. Ja, gleich in diesem Video. Das jetzt funktioniert alles easy peasy. Wir gehen rein. So, also, wir haben so 4 Minuten Zeit. Wir schauen uns erstmal so ein Meißel und müssen jetzt erstmal sozusagen das Bild freimeißeln, was wir überhaupt malen sollen. Einfach, dass wir schnappen, wir nicht so bei diesem Häuserabriss einfach hier wirklich ranspringen, so ein bisschen zapp darab.
Los. Oh, sieht aus wie eine Badewanne. Guck mal, Badewannen-Wobbys. Sehr gut. Sehe ich schon zwei Wobbys in der Badewanne. Sehr, sehr cool. Leute, wir haben jetzt hier an Bord Farben. Die müsst ihr 1, 2, 3, 4 Mal mehrfach an diese Statue einmal ran bemalen. Zeige ich euch gleich. Und unten, wenn ihr eine Farbe zu viel macht, habt ihr unten beim roten Kreuz eine Farbe. Und dann müsst ihr alles von vorne machen. Leute, müsst ihr jetzt ein bisschen ranhalten. Wir brauchen einmal einen Pinsel. Das heißt, hier ist ein guter Pinsel. Nehmen wir uns jetzt. Ach, immer hier. Nein, ich will den Pinsel haben. Leute, brauchen einmal gelb. Pinsel schnappen, wie gesagt, und einfach hier ein bisschen reintunken. Immer so tunk, tunk, tunk. Pinsel nach oben halten, dann dran. Wir brauchen den Pinsel jetzt. Wir brauchen jetzt die Farbe viermal. Also 1, 2. So, zweimal. Also manchmal hilft da drei, manchmal vier. Wir müssen nur ein bisschen gucken. Nochmal eintunken. Zap, da, rap. Und nochmal. Ah, das habe ich rot genommen. Ah, ach, rot passt. Oh, zum Glück, rot passt. So, nein! Na, guck mal, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ein gutes Beispiel. Das heißt, ich habe jetzt einmal zu viel Rot verwendet und dann kommt unten jetzt hier die Farbe Rot zu viel. Dann müsst ihr euch diesen Schlauch hier rechts an der Ecke nehmen und das Ganze nochmal abspülen. Müsst ihr alles von vorne nochmal machen. Leute, probiert es auch was nochmal in der Zeit schaffen. Wird aber ziemlich schwierig. Ich probiere aber mein Bestes. So, Leute, ich glaube, in 2 Minuten das Ganze feststellen wird ziemlich schwierig. Ich try es mal trotzdem. Einmal schnell Rot nehmen. 1, 2, nein. Was ist denn mit dem Pinsel los hier? So, schnell Rot. 1, 2 und stopp. So, jetzt haben wir 2-mal rot. Jetzt brauchen wir 4-mal gelb. Gelb, 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 gelb. Ich glaube, ich schaffe nicht mehr. Ich stelle mich auch gerade zu doof, weil ich den Pinsel auch nicht habe. Jetzt habe ich ja hier 2. Jetzt habe ich hier den weißen und den Pinsel drin. Mann, 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 Mann. So, 1, 2, 3. Ah, jetzt brauchen wir nochmal gelb. Einmal brauchen wir noch. Einmal, zack, eintunken und ran da. So, bang. Jetzt brauchen wir blau. Ich schaffe es noch. Blau. Schnell, blau, blau, blau. 1, 2, 3. So, jetzt brauchen wir 2-mal weiß. Leute, wir schaffen das. Komm. 2-mal weiß. 1, 2. Und weiß. Und schnell. 2-mal weiß, 2-mal weiß. Einmal so. 1 und 2. Und brauchen nochmal. 4-mal. Oh, brauchen 4-mal weiß. Oh, oh, 4-mal weiß, Leute. Ah, schnell. Weiß, weiß. Schnell. So, perfekt. Und jetzt brauchen wir noch die Farbe Braun. Braun müssen wir mischen aus Rot und Blau, Leute. Einmal Rot. Rot. Los. Ich kann nicht. Jetzt spring drauf. Aber macht der ja nichts. Mann, Mann. Und Blau. Rot und Blau. Nee. Ach nein, wir brauchen Braun, Blau und... ich hab doch Blau und Rot. Und Lila. Hä? Und Gelb? Achso, müssen alle Farben mixen. Ah, alle Farben, sorry. Alle Farben, Leute. Schnell, schnell, schnell. Schnell. So, schnell, schnell, schnell. 2-mal ran da. 1, 2. Wir haben's. Perfekt, Leute. Das ist der Artist-Job. Und wir haben das Artist-Outfit freigeschaltet. Sehr geil. Haha, weg mit den Kühen. Geht alle weg. Ich mag euch nicht. Geht weg, Kühe. Haha, jetzt hast du keine Kühe mehr, du blöder Bauer. Haha. Oh, noch mehr Kühe. Auch du musst weg. Bam. Und du letzte Kuh fliegst ganz weit weg. Tschüss, mein Freund. Tschüss. Haha, sind alle deine Kühe weg. Oh nein, seid so gemein. Ich brauche Hilfe. Kuhfreunde, helft mir. Kuhfreunde, help me. Leute, ein neuer Einsatz eingetroffen. Wir müssen sofort losfliegen. Ein Bauer vermisst all seine Kühe. Alle seine Kühe wurden geklaut und weggeschubst. Leute, los, 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 los. Wir müssen helfen. Wilde Pommes ist auf dem Weg. Leute, willkommen zu einem Live-Video. Wir retten heute die Kuh auf einer einsamen Insel. Ich habe mir schon meine Kuhfreunde im Helikopter schon hier einmal angeheuert. Und wir fliegen jetzt direkt einmal zum Kuhjob. Wir müssen aber zu der Farm hinfliegen und retten jetzt die einsame Kuh. Also meine Kuhfreunde, let's go. Wo ist der Bauer? Ich habe das von links, meine Freunde, von links, hier auf dem ersten Feld. Der hat seine Kuh verloren. Was ist da los? Und welche Gangster haben vorne einfach die Kühe weggeboxt. Ganz schön mies gewesen. Oh, oh nein. Oh, ich bin noch am Leben. Wunderbar. Kuhfreunde, seid ihr auch da? Oh, guck mal, Leute. Alle meine Kuhfreunde am Start. Sehr gut. Guck mal, hier ist mein blauer Kuhfreund. Hier ist mein schwarzer Kuhfreund. Wie habe ich noch? Achso, warte. Du bist auch schwarz. Da bist du mein grauer Kuhfreund, mein Freund. Ja, ja, ja. Schön, dass ihr da seid. Ganz, ganz böse Gangster-Wobblies haben unser Kuhfreund auf irgendeine Insel gepackt. Kuhfreunde, wollt ihr unseren Kuhfreund retten? Brrr, ich gebe dir Dom, 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 Dom,
Yes, 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 yes. Okay. Ihr seht, Leute, Begeisterung pur. Wir haben alle Bock, die Kuh zu retten. So teils, teils gemischte Gefühle. Komm, Leute, wir quatschen jetzt mal den Baumann da voll. Den findet ihr auf der Farm, meine Freunde, direkt hier nach der Brücke, hier am Gebäude, in diesem Farmegebäude. Easy peasy, quatscht da immer an. Und dann wird er sagen, dass, ja, seine Kuh Margaret ist einfach irgendwo hingeflogen in den Feldern, irgendwo in der Luft und ist ganz weit oben auf der Insel gelandet, oben im Ozean. Und du musst jetzt finden und zurückbringen. Also, Kuhfreunde, ab mit Helikopter und let's go. Go, 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 go. Wir haben keine Zeit zu verlieren. So, meine Freunde, die Insel ist hier ganz weit unten hinter diesen Windrädern. Hier unten ist sie. Einmal markiert und dann geht's los. Dann würde ich sagen, Kuhfreunde, Rettungsmission läuft. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie Paw Patrol, aber sind wir nicht. Sind wir, Wobby live. Wir sind ja Wobby live. Okay, let's go. Leute, guckt euch diese Truppe voller mutiger Kühe an. Wie cool sind die denn? Oha, cool. Leute, wir fliegen jetzt zur Kuh und sehen uns gleich wieder, wenn wir in der Insel sind. Also bis gleich. Oh, Leute, ich glaube, ich sehe die Insel. Ja, ist es die Insel? Das könnte die Insel sein. Oh ja, Leute, da ist die Insel. Da ist unser Kuhfreund. Oh mein Gott, 4 Helikopter, eine einsame Kuh. Oha. Wir versuchen die Kuh jetzt natürlich mit 2 Hubschraubern hier zu retten, dass wir irgendwie festhalten, meine Freunde. Wir steigen uns mal aus. Wow, Kuhfreund. Wow, wow, wow. Autsch. Ich möchte doch nur hier rauf. Lasst, oh, ich bin da, ich bin da. Tschüss, Heli. Leute, hier ist unser Kuhfreund. Hier ist die Kuh, die müssen wir retten. 2 von euch fliegen Helikopter und ein anderer. Wir helfen mir die Kuh in der Mitte fest. Du würdest sagen, kriegen wir doch hin, oder? Warte, müssen wir mal hier drehen. Warte mal. Ja, warte, warte. Ich brauche den anderen Heli. Warte. Leute, jetzt haben wir es geschafft. Wir haben jetzt einer packt die Kuh am Puppen und der eine hier am Kopf. Oh, warte, den habe ich verdreht. So, warte. Ja. Ah. Oh ja, ich glaube, wir haben es. Warte, warte. Ich glaube, warte, 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 warte. Ah. Kuhfreund. Oh nein, ah. Okay, dann retten wir so die Kuh, meine Freunde. Komm, wir retten so die Kuh. Anders hat es nicht funktioniert. Leute, die Kuh klebt ohne den Helikopter fest. Guckt euch an hier. Die Kuhfreunde retten die Kuh. Wunderbar. Der andere Supporter mit dem Hubschrauber und der Bärchen. So muss es sein. Leute, bringen jetzt die Kuh natürlich zurück zum Bauern und hoffen, dass die gut da ankommt, wie das einfach aussieht. Das sieht so blöd aus. Oh mein Gott, Leute. Guckt euch diese Kuh an. Leute, guckt uns einfach die Kuh hier an. Wir kleben quasi wie die Spider-Kühe einfach hier fest. So, meine Kuh, du bist gleich zu Hause. Dann hast du es geschafft. Bauer, wir haben deine Kuh. Wir sind unterwegs. Ein bisschen anders als gewünscht, aber wir haben sie gefunden, deine Kuh. Margaret ist am Start. Oh, Kuh. Ja, ja, ja. Margaret, halt durch, Margaret. Margaret, wir haben dich. Margaret. Margaret. Gib die Kuh ab, Margaret. Ah, hier ist die Kuh, Bro. Hier ist sie. Da, bitteschön. Margaret, da ist sie. Yeah. Endlich schön, dich wiederzusehen. Haut sie raus. What a good cow. Was für eine gute Kuh, ja. Thank you so much. No problem, my friend. Ah, hier so ein Outfit dazu. Cool. Der muss mir einen Job geben, oder? Ist das ein Jobber? Guck mal, der hat ja auch ein cooles Outfit. Guck mal hier. Da, guck mal, wie cool der aussieht. Nice Wobby, Alter. Komm, was hast du? Fancy making some money. Ja, na klar, ich muss ein bisschen Geld machen. Gib her. Help collect and research from the rear balloons. Ah, jetzt kann man die Drohnen benutzen. Okay. Jump in the... Es heißt ein Quadcopter. Okay, okay. Wir sollen in den Ballon fahren. Irgendwas einsammeln. Guck mal, der hat so ein Netz da unten. Okay, was ist da los? Ey, Leute, ich mach mal eine Runde einfach just for fun. Guck mal, was da abgeht. Okay. Alter! Die Drohne ist ja mega krass. Okay, wo muss ich hin? Auf C kann ich ein Netz setzen. Okay, wo sind die Dinger? Das ist ja eine Riesenwespe. Nee. Wo sind denn die Ballons? Ganz oben, oder? Ich sehe auf der Karte, sind so eine Zielscheibe gerade. Guck mal, ist so eine Zielscheibe. Einfach so Drohnen, wo blieb? Wie sieht das denn aus? Ah, da vorne sind sie, glaube ich, oder? Sind es die Ballons da vorne, die so schweben? Das müssen die sein. Okay, ich soll die kaputt machen. Und dann soll ich mit C das Netz ausfahren. So stand es ungefähr da. Ja, guck mal, da ist einfach so eine Drohne. Aber wie sieht das aus hier? Guck mal. Einfach der Drohnen-Wobbly. Wie das aussieht. Geil, Alter. Okay, komm. Wir probieren es mal aus. Also, wir sollen jetzt hier einmal durchfahren. Also in die Zielscheibe, hat er uns gesagt. Und dann sollen wir... Oh, ist das schnell. Und dann sollen wir C drücken, ne? Warte, guck mal. C bereithalten. Oh. Habe ich es jetzt? Nee, ich muss es jetzt einfangen. Das kleine Ding.
Warte mal. Ja, alles klar. Oh, ich muss ein Ding einfahren. Okay, das Netzblatt ausgefahren. Alter, was ist das denn? Okay, okay. Ist ja richtig crazy. Ah, okay, easy. Oh, Leute, einmal das Netz ausfahren, einfach gegenfahren, hab das. Easy peasy. Okay, komm, nix. Alter, das ist lustig, diese Drohne, die ist mega witzig. Bitte mal das an, wie das aussieht, ey. Okay, los, los, komm, komm, komm. Go, 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 Wobbly. Noch einen Ballon kaputt machen. Let's go. Los. Haben wir, perfekt. Also, Leute, ein bisschen weiter runterfliegen zu dem Ballon und sammelt hier automatisch dieses Ding da ein. Über, über easy. Perfekt. Ey, cooler Job, Alter. Nice. Let's go. Ja, haben wir auch. Und da vorne ist der letzte. Da vorne ist der letzte Ballon. Geil, geil, geil. Der letzte. Ey, Leute, guck mal, was ist da vorne? Was ist denn da los? Guck mal, da ist sowas. Was? Da führt ein Strom nach oben. Was ist denn das? Okay, ey, was ist denn? Was geht hier ab in Wobbly Life? Oha. Okay, komm, jetzt muss ich erstmal den Job zu Ende machen hier. Hey, da müssen wir auch nochmal hin, Leute. Was ist da los? Ey, der geht nach oben. Hallo? Ey, bleib mal hier, Bro. Komm mal her. Ich hab ihn noch gehabt. Safe hatte ich ihn gerade. Haben wir! Job completed! Nice! Ah, es gibt das Pilot-Outfit. Alles klar. So, Leute, die ersten zwei Geschenke für die in der Wolkenwelt. Einmal hier schlafen gehen. Ihr wisst Bescheid. Let's go. Leute, ihr müsst in der Wolkenwelt die Brücke bauen, mit der weiterkommt. Dazu braucht ihr vier Gegenstände. Die findet ihr einmal hier beim Pianomeister. Einmal hier bei der Badewanne. Dann bei diesen Wobbly bei den Flugzeugen bitte einmal anquatschen. Und zum Schluss braucht ihr noch die Burger-Dame, die auch nochmal anquatschen. Dann haltet ihr vier Träume oder vier Gegenstände. Und die müsst ihr bei der Brücke abgeben. Leute, habt ihr alle vier angequatscht? Kriegt ihr vier Gegenstände? Die bitte einmal abgeben, komplett. Dann abgeben, Leute, alle vier zusammenpacken. Los geht's hier. Einmal zum jungen Mann bringen, zack, zack. Dann bekommt ihr hier die Brücke gebaut aus einer Ente, Piano, Klavier, Burger und ein Wobbly-Flugzeug. Dann einfach weiter geradeaus durchlaufen, landet ihr beim roten Teppich. Dann einfach interagieren mit F. Leute, hier haben wir ein lettes Fleischstück. Das Fleischstück gibt ihr hier bei den zwei Dschungelbewohnern ab. Einmal hier, zack. Dahinter habt ihr einmal, ja, das kleine Faultier gleich mitnehmen ab zum nächsten Wobbly. Das gibt ihr einfach hier im Dschungel ab. Der wartet schon darauf, zack. Dahinter habt ihr direkt einmal diesen kleinen Turm. Den müsst ihr direkt gegenüber abgeben in der kleinen Stadt da vorne. So, einmal hier abgeben, zack, hat er. Hier ist direkt einmal die Schaufel, die könnt ihr einmal schnappen. Die braucht der Schatzgräber am Anfang direkt. Einmal hier abgeben, zack, hat er die, perfekt. So, dann beim Golf findet ihr diese komische Dino-Kralle, die immer mitnehmen und beim Dino abgeben. Da die Dino-Kralle hier vorne, Dino abgeben, wie gesagt, einmal hier, zack. Dann hier den Golfschläger mitnehmen und beim Golfmann abgeben. So, einmal hier abgeben, zapp, da rap, bumm. Habt ihr alle Rätsel gelöst, öffnet sich ein Portal. Dann dürft ihr aber hier durchgehen. So, und dann kommt hier, ja, eine der schwersten Passagen und ganz viele Probleme von euch, habe ich gehört. Und zwar das mit den Wolken. Das heißt, ihr müsst auf den Wolken balancieren, um dort rüber zu kommen. Ist aber eigentlich ganz einfach. Ich zeige euch das kurz mal. Also, ihr habt hier die vier Wolken. 1, 2, 3 und 4. Und die zwei Wolken hier links außen, ja, die beiden sind ganz nah beieinander. Ihr müsst eigentlich nur hin und her spielen und die Kamera drehen. Und dann seid ihr ganz easy peasy auf der anderen Seite. Einfach die beiden nehmen, die sind so nah beieinander, könnt ihr fast rüberlaufen. So, dann seid ihr hier da, könnt ihr rüberspringen. Zapp, zapp. Okay, danke meine Freunde. Kauft ihr bitte das erste Mal, ihr seid, müsst ihr eine Einladung kaufen bei diesen Golftypen hier. Einladung für 0 Wobbly-Dollar, let's go. Die Einladung gibt ihr dafür vorne ab, was ich habe. Dann sagen die, hey, ihr dürft hier passieren. Dann geht ihr über diese Wolkenbrücke einmal rüber. Dann seid ihr beim pinken Schloss hier angekommen. Dann müsst ihr bitte einmal für das erste Geschenk, geht ihr bitte einmal hier rechts vom Schloss entlang. Und hier findet das erste Geschenk im neuen Update. Und zwar hier einmal einsammeln. Let's go. Zweite Geschenk, dann müsst ihr leider ins Schloss gehen. Müsst dieses Wecker-Secret nochmal machen. Einmal rein hier. Das heißt, wir zeigen euch jetzt im Schnelldurchlauf, wie man das macht. Das heißt, Wecker schnappen. Let's go. Einmal aufziehen und wir sprinten jetzt nach oben. Let's go, let's go. Erste Tür, Leute. Ihr müsst den Kochtopf füllen. Das heißt, einfach hier die Lebensmittel greifen. Einfach in den Kochtopf machen. Zack. Und dann Wecker auf die andere Seite bringen, damit ihr auch den Käse umzunehmen könnt. Wenn ihr alles abgeben habt, dann kommt da oben dieser Schlüssel runter. Einmal aufladen. Dann geht's hier weiter zum nächsten Stage. Einmal wieder hoch. Zweite Tür. Da müsst ihr jetzt den kleinen Parcours machen. Der ist ein bisschen tricky, aber eigentlich ganz einfach. Eigentlich den ersten Tisch nehmen. Zweiten Tisch. Aufpassen auf die Bananen. Nicht ausrutschen. Einfach immer schön die Decke ein bisschen höher halten. Springen. Springen. Hier kommt noch eine Banane. Einfach immer springen. So. Zack, zack. Nochmal zack, zack. So. Dann geht's hier weiter. Zack. Noch einmal springen. Zack. Und hinten müsst ihr ran. Einmal hier grabben und aufgeladen. So. Dann geht's weiter, Leute. Nächste Stage. Einmal weiter nach oben. Leute, nächste Tür kommt das Bilderrätsel. Einmal hier rein. Wecker links ablegen. Zack. Nicht einschlafen, Bobby. Oh.
einmal eingeschlafen. Einmal das hier auf, neben dem Klo, einmal das hier in der Badewanne. Einfach mitnehmen. So, dann hier einmal hoch. Einmal hier das Bild von oben holen. Da habt ihr nochmal auf dem Bettenbild Wecker wieder mitnehmen, damit ihr hier nicht einschlaft. Damit ihr mit den Radius habt. Perfekt. Dann mal hier Bild mitnehmen. Bilderrätsel einmal einfügen. Blöcke stellt mal ein Bild dazu ein, damit ihr wisst, wie es genau funktioniert. Gar kein Problem. Ja. Danke, lieber Bobby. Das machst du sehr gut. Wunderbar. Letzte Bild. Kann er mal kurz ranmachen. So sieht's aus am Ende des Tages. Zack. Das ist das fertige Bild. Und dann geht's hier weiter. Dann ab zum nächsten Traum. Das heißt, einmal noch hochgehen. Es müsst ihr zum Schlafkönig. Wichtig, nicht den Wecker gleich sofort abgeben, sondern links, wenn ihr den Raum betretet, ist noch ein Geschenk. Müsst ihr unbedingt mitnehmen. Das ist das zweite. Einmal hier links. Da ist das zweite Geschenk. Genau hier. Einmal mitten habt ihr zwei von den sechs neuen Geschenken. Und dann abgeben. Und dann sehen wir uns zum nächsten Geschenk. Let's go. Leute, nächstes Geschenk ist bei der Wetterstation. Füllt direkt in den Eisberg. Oben hier unten rechts direkt die Wetterstation. Einfach hinfliegen. Leute, dann hier einfach hier rein, ab in die Wetterstation. Dann habt ihr hier einen kaputten Fahrstuhl. Denn das ist nämlich das Geschenk. Ihr müsst nämlich einmal ganz ins Geweise die Treppe hochgehen. Treppe hoch, Treppe hoch, Treppe hoch. Dann habt ihr rechts den Fahrstuhl. Hier oben ist nämlich offen, so halb offen. Dann könnt ihr einfach runtergehen. Ab in die Luke und habt ihr unten hier, zack, das dritte Geschenk von 6. Das 3 von 6 haben wir schon fertig. Dann könnt ihr hier von Innenseite den Knopf drücken, kommt wieder raus. Und dann sehen wir uns beim vierten Geschenk wieder. Also, bis gleich. Leute, nächstes Geschenk findet ihr hier im grünen Haus. Direkt hier oben, ja, neben dem Job hier, mein schönes roten Haus. Ihr wisst Bescheid. Einfach hier runtergehen. Und wenn ihr die neue Dating-Aufgabe, die erste gemacht habt, kriegt ihr die zweite danach. In dem Haus müsst ihr diesen Typen anquatschen. Die spukt's angeblich im Haus. Ich blende euch ganz kurz mal ein, was ihr machen müsst. Das macht ihr einfach durch und durch. Ihr müsst alles zwei, dreimal untersuchen. Und danach müsst ihr in den Keller gehen. Und der ist einmal draußen links vom Haus. Und jetzt kurz mal hin, meine Freunde. Wenn ihr vom Haus steht, hier links, dann seht ihr hier genau diesen schönen Keller. Geht ihr einfach rein. Durch die Taste F, da kommt ihr erst rein, wenn ihr das Spuk, was ihr erledigt habt. Und das müsst ihr machen. So, dann ist ja eigentlich alles dunkel, aber ihr habt hier Lampen am Start. Ich schaue euch jetzt aber den Weg, wo ihr das Geschenk findet. Leute, wenn ihr ganz krass sein wollt im Keller, nehmt ihr zwei Lampen und blendet euren Wobbly-Freund einfach extrem. Das heißt, Leute, beim ersten Job ist das ja alles ziemlich dunkel. Habt ihr den Job am einmal geschafft hier, dann ist alles hier hell bei uns. Das heißt, dann geht's hier im Keller das nächste Geschenk und das ist nur 4 von 6. Wir müssen so einen kleinen Parcours laufen, ist so ein bisschen, ja, so ein Mini-Labyrinth, sag ich mal. Einfach hier so, zapp, drab. Hier einmal, immer wo diese Kisten stehen, einfach durchlaufen, das ist der richtige Weg dann sozusagen. Einmal laufen, laufen, laufen. Leute, dann geht's hier weiter und dann seht ihr diese großen Kartons hier. Da müsst ihr einmal umkehren, nach rechts hier rum, dann hier links einmal rein und nochmal links. Und dann habt ihr hier das nächste Geschenk, genau neben dem Spielautomat, genau da ist es. Einsammeln und da habt ihr 4 von 6. So, und jetzt gehen wir zum fünften Geschenk, meine Freunde, also let's go. Das nächste Geschenk ist bei der Bank, es gibt da einen Trick 17, ihr müsst nicht diesen neuen Job komplett machen. Ihr könnt auch mit diesem Wagen euch reinglitschen. Das heißt, ihr schnappt uns den Eiswagen, fahren jetzt direkt einmal zur Bank und sehen uns sofort wieder und zeigen, wie es funktioniert. Oh, hier vorne ist die Bank. Ihr fahrt hier bitte hinten rechts einmal lang und dann sind wir hier genau hinter der Bank mit dem Eiswagen. Genau hier vorne mal hinstellen. Einmal so. Leute, guck mal, hier einmal so stehen wir so ein bisschen weiter nach vorne. Das ist ein kleines Stück, ihr seht es hier. Dann witzigerweise müsst ihr euch ein Eis kaufen. Und jetzt kommt der super Glitch. Wer mein anderes Video schon gesehen hat zum Thema Bank, der weiß, wie es funktioniert. Leute, einfach F drücken für Interact. Und dann kauft ihr euch ein Eis, seid aber jetzt direkt in den Tresor drin und könnt hier einfach durchglitschen, ohne es lasern. Es sind keine Wachen da. Ihr könnt hier einfach das Geschenk und das ist einfach der übelste Trick 17. Und so habt ihr keinen Stress und müsst diesen Job nicht machen. Guck mal, Leute, keine Wachen, nichts da. Mega gut, weil nichts gespawnt ist. Und dann geht ihr hier lang und dann habt ihr hier das Geschenk. Und eigentlich müsst ihr doch so viel machen: Laser ausschalten, Karten holen, die Wachen austricksen, so einfach reinglitschen, Geschenk abholen. Geschenk 5 von 6, meine Freunde. Und jetzt gehen wir zum letzten Geschenk und haben alle zusammen. Wie geil ist das denn? Leute, letztes Geschenk ist beim Art Studio. Das fällt direkt hier, ja sozusagen neben der Brücke von der Müllheilige von der Tankstelle. Das ist der neue Job und da findet ihr das letzte Geschenk. Ich weiß nicht, schreibt in die Kommentare, welches Geschenk fandet ihr am schwersten. Geht auf jeden Fall einmal hier hoch. Einmal hier hoch auf das nette Lineal. Geht einmal hier lang und hinter dieser riesen Federtasche findet ihr das letzte Geschenk. Da ist es. Da stoppt das, meine Freunde. Zack. Und hier habt ihr einfach 109 von 109 Geschenken. Wie geil ist das denn bitte? Und wenn euch die anderen 103 Geschenke gefallen, ich habe dafür zwei Guides gemacht. Einmal ein 102 von 102 Geschenke Video und das 103. Findet ihr beides oben rechts verlinkt. Einmal in den Infobutton und natürlich auch unten verlinkt in meiner Videobeschreibung in den Kommentaren. Viel Spaß dabei. Haut da rein. Schönen Tag für euch und ciao.